dann können wir mit der, dann kann die Steffi beginnen. Und danke, Steffi, dass du zugesagt hast und dass du überhaupt mitmachst. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Dankeschön und wir freuen uns voll auf heute. Und ja. Und ich würde sagen, Steffi, ich übergebe dir den Bildschirm. Ja. Herzlichen Dank für das Mikro. Ja, danke für die Einladung, dass wir heute auch als KIA da sprechen dürfen. Es ist einmalig so, in so einer Form haben wir das noch nie gemacht. Ich habe mir versucht vorzubereiten, das Thema ist für alle, glaube ich, die in dem Bereich tätig sind, die wissen, es ist ein Riesenthema. Rechtlich gibt es immer ganz viel und es kann ganz trocken sein, es kann aber auch ganz praktisch sein. Ich habe das versucht irgendwie zu vereinen. Mein Vorschlag ist, ich werde einmal mit einem Input starten, mit der rechtlichen Basis. Das ist bestimmt trocken. Ich mache es deshalb ganz gerne, dass man sich auskennt, wo sind so die Wörter, die ich später verwende, in welchem Bereich rechtlich bewege ich mich, dass nicht alles so durcheinander ist, weil das passiert beim Recht ganz oft, dass das Recht als eins verwendet wird, das Recht, aber das Recht ist halt so vielschichtig. Da gibt es wie in jedem Bereich ganz viele Unterordnungen. Und da ist günstig zu wissen, in welchem rechtlichen Raum bewege ich mich da. Darum würde ich gerne mit der Theorie starten. Und falls jemand von euch Fragen hat, über das Du bin ich übrigens sehr froh. Wenn jemand Fragen hat, dann bitte einfach stellen. Wie gesagt, ich werde mich bemühen, die zu beantworten. Falls Dinge sind, die ich spontan nicht sagen kann, weil es gerade in dem Bereich ganz wenig rechtliche Quellenregelungen gibt, dann ist mein Vorschlag, ich sammle die, ich versuche die zu beantworten und kann die dann schriftlich ausgearbeitet zuschicken, gemeinsam mit den Teilnahmebestätigungen, falls das für euch so in Ordnung ist. Das ist mir lieber als eine halb richtige rechtliche Antwort. Wäre das okay so? Gut, dann starten wir. So, der Fahrplan für heute, den ich mir gedacht habe, wäre, zuerst würde ich mir gerne kurz vorstellen, dass ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, dann die Grundlagen, dann näher eingehen auf das große Thema Aufsichtspflicht, also rechtliche Verantwortung. Welche Rechte und Pflichten hat jede Person, die mit Jugendlichen arbeitet? Ein kleinerer Bereich ist der Jugendschutz und auch die Jugendförderung. Und ein wichtiger Punkt zum Schluss, falls es zeitlich noch ausgeht, ist die Mitteilungspflicht, die in unserem Tätigkeitsfeld doch eine wichtige Rolle spielt und oft zu Unsicherheiten in der Praxis führt. Okay. Mein Name ist Stefanie Schmidt, wie ich schon vorgestellt worden bin. Ich bin Mitarbeiterin in der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft ist eine Einrichtung beim Land Steiermark. Die gibt es in jedem Bundesland. Wir sind tätig aufgrund der UN-Kinderrechtskonvention und sind in unterschiedlichen Gesetzen verankert. Wir sind ein multiprofessionelles Team und wir gehören zwar zum Verwaltungsapparat Land Steiermark, sind aber weisungsfrei. Das ist ein großer Vorteil, weil wir eben nur organisatorisch zugeordnet sind, aber inhaltlich entscheiden können, wie wir vorgehen und nicht daran gebunden sind, an das, was ein oberes Organ uns sagen wird. Für die Kinder und Jugendlichen sind wir deshalb wichtig, weil wir die gesetzliche Interessensvertretung sind mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen, wie ihr das seht. Das ist zum Beispiel die Interessensvertretung. Das kann sein, dass wir Stellungnahmen schreiben, dass wir in Netzwerken tätig sind, dass wir die Öffentlichkeit durch Projekte informieren, dass wir auch Beratung oder Hilfestellung machen bei Themen und Fragen, die Kinder und Jugendliche betreffen. Also ziemlich breit angelegt und überall da, wenn jemand Fragen hat, wären wir die Anlaufstelle. Zu erreichen sind wir da und man findet uns auf der Homepage. Das kann man sich dann in Ruhe anschauen. So, das war der Vorspann. Achso, ich bin Juristin, Sozialarbeiterin und Mediatorin, ist vielleicht nur gut zum Sagen vorher. Und das sind die drei Dinge auch in der Praxis. Und so ergibt sich dann auch vielleicht meine Expertise in manchen Bereichen und in anderen führt sie halt noch. Aber jetzt würde ich gern mit dem echten Thema starten, nämlich. Alle, glaube ich, die heute mit dabei sind, arbeiten mit Kindern und Jugendlichen oder vorwiegend Jugendlichen. Und unser Schwerpunkt ist heute der rechtliche Zugang zu dem Ganzen. Das ist gleich eine ganz, finde ich, coole Übersicht, wie ist unser Recht überhaupt aufgebaut. Und das kann man sich wie eine Stufe vorstellen, wie man da sieht. Seht ihr meine Maus? So, sie sich bewegt. Super. Je weiter oben was in der Stufe steht, umso wertvoller und wichtiger dieser Regelung, eine rechtliche. Ganz bekannt ist vielleicht die Bundesverfassung, gerade jetzt immer wieder gewesen in den Corona-Zeiten. In der Verfassung stehen Dinge, die ganz wichtig sind. Und alles, was drunter steht, also einfache Gesetze vom Bund oder Land, müssen mit dem zusammenpassen, was oben drüber steht. Also man kann da herunten immer noch viel konkreter irgendwas regeln, also viel genauer.
aber die Überschrift steht dort drin und zu der muss es passen. Und wenn dort zum Beispiel steht, Gewalt ist absolut verboten, dann darf ich nicht in einem Landesgesetz, wo zum Beispiel der Jugendschutz drinnen wäre oder die Kinder- und Jugendhilfe geregelt ist, schreiben, aber in der Arbeit mit Jugendlichen darf ich sowohl Kinder hauen, wenn es notwendig ist. Das heißt, alles, was da oben steht, gibt die Grundregel vor und darunter stehen die genaueren Regelungen, die aber zusammenpassen müssen. Eine andere Unterteilung, die auch hilfreich ist am Anfang, ist, nach welchen Inhalten kann man unser ganzes Rechtssystem sich vorstellen. Den meisten bekannt ist das Zivilrecht und das Strafrecht. Das Zivilrecht wäre ein Block, da ist das ABGB drinnen, wo zum Beispiel die Obsorge geregelt wird. Das ist auch manchen ein Begriff, Eltern sind Obsorgeträger, meistens für ihre Kinder. Oder man kann auch im Rahmen der Aufsichtspflicht, wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, die Aufsicht übertragen können, das heißt für Pflege und Erziehung, da fällt die Aufsichtspflicht drunter, können wir im Zivilrecht verantwortlich werden. Ein anderer Bereich im öffentlichen Recht wäre das Strafrecht, da unten, wo drin steht, welche Verhaltensweisen sind allgemein für jeden Menschen, der sich in Österreich bewegt, verboten und welche Folgen kann es geben. Das heißt, der Unterschied zwischen Zivilrecht und öffentlichem ist, im öffentlichen Recht ist der Staat die eine Seite, das kann zum Beispiel die Polizei sein oder der Staatsanwalt, das Gericht, und auf der anderen Seite steht der einzelne Mensch, der Bürgerin und der Bürger, die dann von dem Staat zur Verantwortung gezogen werden, indem er von der Polizei angeklagt wird, angezeigt wird oder vom Staatsanwalt angeklagt wird. Im Zivilrecht ist das anders. Da stehen sie zwei Menschen gegenüber, nämlich Privatpersonen, die selbst entscheiden können, bringen sehr Klage vor oder nicht. Also klagen sie ein bestimmtes Verhalten ein. Das kann sein, dass meine Nachbarin sie beschwert, ich bin zu laut und bringt Klage wegen Lärmstörungen oder wegen irgendwelche Nachbarschaftskonflikte. Und dann gibt es noch das internationale Recht, das ist für unsere Arbeit auch ziemlich wichtig, weil da drin zum Beispiel die Kinderrechtskonvention wäre oder die Europäische Menschenrechtskonvention, die ja Grundlage von unserem Handeln mit Menschen eigentlich darstellt, also so den äußersten Rahmen. Ja. Wie schon gesagt, kann man es insgesamt ja so anschauen, welche Gesetze gibt es, die so für uns die Basis sind, wo unsere Regelungen drinnen stehen, und das kann auf der Verfassungsebene, also ziemlich weit oben, das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern sein. Das nennt man auch BVG Kinderrechte. Das ist kein sehr großes Gesetz, das hat nur 8 Artikel, also 8 Nummern, wo Grundrechte drinnen stehen. Das heißt, Grundrechte sind so wichtige Rechte, da darf man nur mit ganz engen Einschränkungen eigentlich eingreifen. Und die müssen sehr begründet sein und nur im allernotwendigsten Ausmaß sind sie zulässig. Das ist zum Beispiel das Gewaltverbot. Das kann nur in ganz speziellen Ausnahmefällen verletzt werden, dass es keine Regelverletzung ist und keine Grundrechtsverletzung ist. Zum Beispiel zum Schutz von der Person. Da dürfte man Gewalt anwenden, aber nur soweit es notwendig ist, um die Person zu schützen. Sonst ist es eine Grundrechtsverletzung. Dann gibt es nur, wie gesagt, schon die Menschenrechtskonvention oder auch die allgemeinen Grundrechte. Und jetzt für uns vielleicht nur praktisch relevanter sind die Bundes- und die Landesgesetze. Das ist für euch zum Beispiel das Bundesgesetz über die Förderung der außerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit. Da drin werden die Ziele und die Grundsätze der Förderung geregelt im Jugendbereich. Oder ein ganz wichtiges, das Gesetz über Schutz und Förderung von Kindern und Jugendlichen, also das sogenannte Jugendschutzgesetz, wo drin steht, ab welchem Alter dürfen Kinder und Jugendliche was? Wo dürfen sie hin? Welche Aktivitäten dürfen sie machen? Bis wann dürfen sie ausbleiben? Wann dürfen sie Alkohol konsumieren? Solche Dinge zum Beispiel. Dann gibt es das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Das regelt, dass der Staat die Verantwortung für Kinder und Jugendliche hat, die in der Familie nicht ausreichend geschützt oder gefördert werden können. Da wird der Staat also in einer Familie tätig. Das ist ein Landesgesetz. Wichtig ist, wie schon vorher gesagt, wäre das ABGB. Das ist unser großes bürgerliches Gesetzbuch, wo ganz viele verschiedene Dinge drinstehen, wie Schuldrecht zum Beispiel. Wer schuldet wem was? Das ist das Schadenersatzrecht. Oder das Familienrecht ist da drinnen geregelt. Da ist ein Unterhalt drinnen. Oder wer übernimmt die Aufsicht über eine Person? Und wie schon gesagt, das Strafgesetzbuch, welche Handlungen sind verboten und werden mit Strafe bedroht und verfolgt. Da kann also eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe folgen.
Da wären wir schon beim ersten Thema, nämlich die strafrechtliche Verantwortung. Für ganz viele Fragen in unserem Tätigkeitsfeld gibt es keine klaren Regeln und keine klaren Antworten, die für jeden und jede gelten. Sondern das muss man sich im Einzelnen immer genau anschauen. Ist eine bestimmte strafbare Handlung erfüllt? Kann sie irgendwie gerechtfertigt werden? Bin ich überhaupt schuldfähig und kriege ich deshalb eine Strafe? Damit sowas möglichst nicht passiert, ist es günstig, vorher sich Handlungsleitfäden zu entwickeln in der Tätigkeit, die man hat, die am besten für die ganze Einrichtung gelten. Wie gehen wir vor, wenn es eine Krisensituation gibt? Oder wie gehen wir vor, wenn Jugendliche unerwartet nicht heimkommen, wenn wir in einer Einrichtung tätig sind? Oder wie gehen wir vor, wenn Jugendliche gewalttätig werden? Und am besten gibt es die Regelung schriftlich, damit man dann auch nachweisen kann, falls es zum Gerichtsverfahren kommt, warum man so gehandelt hat, wie man gehandelt hat. Und dann ist auch gut zu dokumentieren, wie die aktuelle Situation war, um die es jetzt gerade geht, damit man sicher unterwegs ist. Das Strafrecht hat nämlich einen bestimmten Zweck, nämlich bestimmte Rechtsgüter zu schützen. Das kann zum Beispiel das Rechtsgut Leib und Leben sein. Das klingt als sehr alt in der Formulierung. Das heißt aber, unser Leben ist ganz viel wert und damit in das nicht einfach so eingegriffen werden kann und niemand da konsequent setzt, gibt es im Strafgesetzbuch bestimmte Regelungen zum Schutz vor Körperverletzungen, vor Verlust von unserem Eigentum oder vor Verlust von unserer oder Verletzung von unserer Integrität. Das wären die ganzen Sexualtatbestände, weil das Ziel ist, dass wir Menschen alle gut miteinander auskommen und gut zusammenleben können. Und der Staat greift nur so weit ein, als es notwendig ist, dass das gut funktioniert. Und der Staat ist Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, sind die einzigen, die das wirklich tun dürfen. Also ich darf mir nicht selbst helfen, außer in bestimmten Ausnahmefällen. Das wäre dann, Notwehr zum Beispiel. Dann würde ich mich auch verteidigen dürfen. Aber auch für das gibt es wieder Regelungen. Das heißt eigentlich, wenn was passiert, bin nicht ich als Privatperson die Person, die Rechtsverletzung verfolgen darf. Wie die Polizei jemanden dann auch festzuhalten, da gibt es wieder bestimmte Regeln, auf die kommen wir dann später, sondern die Kompetenz und die Befugnis, die haben nur die Staatsorgane im Grundsätzlichen. Vom Strafrecht losgelöst gibt es nur das Verwaltungsrecht und das Verwaltungsstrafrecht. Das ist deshalb wichtig, weil einige unserer Regelungen sind eben Verwaltungsregelungen, zum Beispiel das Kinder- und Jugendhilfegesetz oder die Straßenverkehrsordnung oder die Jugendschutzbestimmungen oder das Kinder-Jugend-Beschäftigungsgesetz. So, da stehen Dinge drin, die auch unsere tägliche Arbeit mit Jugendlichen betreffen. Und wenn man da Verletzungen begeht, zum Beispiel, dass man Jugendlichen Alkohol gibt, die erst 14 sind, dann kriege ich dafür nicht eine Gefängnisstrafe als erstes, sondern eine Verwaltungsstrafe. Und das ist vorwiegend eine Geldstrafe. Auf das kommen wir dann später noch. Und wie schon gesagt, gibt es nur das Zivilrecht. Das regelt die Beziehungen der Menschen untereinander, wo ich als Privatperson die Möglichkeit habe, eine Klage einzubringen oder nicht. Wenn zum Beispiel Jugendliche meine Privatgegenstände beschädigen, kann ich mir überlegen, bringe eine Klage beim Gericht ein, damit dass mir der mein Handy oder die mein Handy ersetzt, das sie kaputt gemacht hat. So, wichtig, dass man überhaupt strafrechtlich, und das erkläre ich gerne am Anfang, weil so das allgemein bekannteste ist oder das, wo man Angst haben kann, strafrechtlich verantwortlich wird man nur, wenn die ganze Liste erfüllt ist, die ihr da seht. Das heißt, ich muss eine bestimmte rechtliche Verpflichtung haben, dass ich was tue oder nicht tue. Ich muss eine Aufsichtspflicht damit verletzt haben und bestimmte Handlungspflichten nicht eingehalten haben. Also ich habe irgendwas nicht gemacht, was ich müssen hätte, um jemanden zu schützen. Oder ich habe ganz bewusst irgendwas gemacht und habe damit jemanden verletzt oder eine Verletzung nicht verhindert. Dann muss es zusätzlich noch rechtswidrig sein, also im Strafgesetzbuch drinstehen, dass es nicht erlaubt ist. Immer schuldfähig sein, also mindestens 14, was wir alle wahrscheinlich sind, und zurechnungsfähig. Also bei einer geistigen Verwirrtheit würde ich vermutlich nicht schuldfähig sein. Ein Unrechtsbewusstsein sollte vorliegen. Das heißt nicht, dass alles, was ich nicht gewusst habe, ist einfach nicht strafbar. Also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das ist ein allgemeiner Satz, der immer noch gilt. Aber es ist ganz wichtig, dass manche Handlungen nur dann bestraft werden, wenn ich sie vorsätzlich mache, also in der Absicht, dass genau das eintritt, was ich tue, oder dass ich sie grob fahrlässig mache. Also damit rechnen hätte müssen, dass da Schaden passiert, als professionelle Person. Wenn ich leicht fahrlässig Dinge
nicht tue, die notwendig wären oder einfach verbotene Handlung setze, dann wird es entschuldigt. Leicht fahrlässig heißt, das hätte jedem passieren können, damit war absolut nicht zu rechnen. Das ist für uns ganz wichtig, weil da müssen wir uns nicht mehr so fürchten vor dem, was kann alles passieren in unserer Arbeit, weil da kann ganz viel passieren. Aber wir sind nicht für alles so verantwortlich, dass wir am Schluss vor Gericht bestraft werden. Dann gibt es nur den Unterschied, habe ich mit einer Handlung angefangen, also und damit aufgehört, bevor sie fertig war, dann ist der Versuch. Oder habe ich eine bestimmte Handlung bis zum Erfolg, der verboten ist, gesetzt. Das wäre zum Beispiel die Körperverletzung. Denke nur darüber nach, das Kind so fest zu halten, weil es mir so furchtbar nervt und immer wieder aggressiv wird. Oder mache ich das auch tatsächlich, halte das Kind fest und am Schluss vielleicht fessle es noch irgendwo, weil es einfach nicht führbar ist. Das wäre der Unterschied zwischen Versuch und der Vollendung von einer Handlung. Dann gibt es noch den Unterschied, ist es nur eine Person, die Täter oder Täterin ist, oder sind es mehrere? Es gibt verschiedene Orten, dass man strafrechtlich Täter, Täterin ist. Das kann eine Bestimmungstäterin sein. Die Jugendlichen, also Jugendliche zum Beispiel, könnten das sein, die sich gegenseitig anstacheln. Das sind Mutproben, wo der A zum B sagt, wenn du in unsere Gang dazugehören willst, dann musst du jetzt da Graffiti sprühen in der Nacht. Dann wird es einen Beitragstäter, Beitragstäterin geben können. Die ist die Person, die aufpasst, dass niemand kommt. Die weiß auch, dass die heute in der Nacht das Gebäude ansprechen und steht Schmierer irgendwo. Und dann gibt es noch den unmittelbaren Ausführungstäter, die Ausführungstäterin. Das ist die Person, die echte Handlung setzt. Und das Wichtige ist, alle drei Personen, die ich gerade erklärt habe, die kommen strafrechtlich zur Verantwortung, wenn sie das tatsächlich ausführen und erwischt werden. Dann wird das Strafverfahren eingeleitet. Dann wird da geschaut, wie hoch ist die Höhe der Strafe. Das hängt davon ab, ob habe ich es vorsätzlich gemacht oder fahrlässig, mit welcher Absicht habe ich es überhaupt gemacht, bin ich einsichtig, entschuldige ich mich und welche Art der Handlung ist es, weil die werden unterschiedlich hoch bestraft. Eine Sachbeschädigung hat oft andere Konsequenzen, also Körperverletzung oder als eine Sexualstraftat. Dann ist auch noch, wenn man es fertig denkt, zu schauen, manche Handlungen verjähren, also wenn die bis zu einer bestimmten Zeit nie von der Polizei verfolgt werden und vor Gericht kommen, dann seien sie irgendwann nicht mehr strafbar. Aber das dauert meistens ein paar Jahre. Und es gibt dann ein Strafregister, wo immer sichtbar ist, welche Handlungen habe ich gesetzt. Und für eine bestimmte Zeit sind die Handlungen, scheinen sie auf und irgendwann sind sie dann getilgt. Also ist für niemanden mehr sichtbar, für keinen Dienstgeber, keine Dienstgeberin mehr, dass ich eine bestimmte Handlung gesetzt habe und verurteilt worden bin. So, das war jetzt sehr allgemein. Welche Rechte und Pflichten gibt es jetzt konkret für euch in eurer Arbeit? Und da kann man sich mal die Frage stellen, wer hat die Verantwortung? Und dafür gibt es auch die Begriffe Aufsichtspflicht oder Garantenstellung. Die werden oft als Synonym dafür verwendet, sind rechtlich zwar nicht das Gleiche, aber der Einfachheit halber würde ich heute gerne immer von Verantwortung sprechen, weil es, glaube ich, für das, ob wir irgendwie zur Verantwortung gezogen werden, das Gleiche ist. Und da ist die erste Frage, wem gegenüber bin ich überhaupt verantwortlich? Und da seht ihr, es ist eine lange Liste. Erstens mit mir selbst gegenüber in meiner moralischen, ethischen Verantwortung als Professionistin, Professionist, gegenüber meinem Team, meinen Kolleginnen und Kollegen, gegenüber meinem Dienstgeber, meiner Dienstgeberin, weil es da auch Regeln gibt, die ich zum Beispiel in meinem Dienstvertrag ganz klar unterschrieben habe oder die mir bewusst sind, weil es Handlungsregeln in der Einrichtung gibt, an die ich mich auch halten muss. Gegenüber dem Staat, zum Beispiel im Strafgesetzbuch oder mit dem Jugendschutz, das sind die Regeln einzuhalten, gegenüber den Erziehungsberechtigten von Jugendlichen, die mir die Aufsicht übertragen können für ihre Kinder, gegenüber den Jugendlichen selbst, für die ich die Aufsicht habe, und gegenüber dritten Personen, wenn ich oder die Jugendlichen, für die ich verantwortlich bin, einen Schaden verursachen, weil wir zum Beispiel einen Ausflug machen und Jugendliche so übertrat übermütig werden, dass sie vor lauter Gaude bei irgendeinem fremden Auto zum Beispiel den Lack zergossen. Und da kann sein, dass nicht nur der Jugendliche oder die Jugendliche verantwortlich ist, sondern sogar ich, weil ich irgendeine Aufsicht, die ich hätte, nicht ordentlich erfüllt habe. Aber das komme ich später, was das genau sein kann. Ja, strafrechtliche Verantwortung ist die Garantenpflicht. Das heißt, ich habe eine bestimmte Pflicht, dass Erfolg nicht eintritt. Die Verantwortung kann ich kriegen, weil es im Gesetz steht. Eltern haben die zum Beispiel automatisch, weil sie als Obsorgeträger, Trägerinnen für ihre Kinder verantwortlich sind.
die liegt von selbst vor durch Geburt. Das kann nur sein, dass sie ihnen das Gericht abnimmt, dann haben sie die Verantwortung nicht mehr. Oder es kann auch sein, dass Lehrpersonen wegen des Schulrechts, wo auch bestimmte Regelungen drinnen stehen, durchs Gesetz an sich schon verpflichtet sind. Dann gibt es auch enge natürliche Verbundenheit, das ist auch so ein alter Begriff, dass Lebenspartner, Partnerinnen oder auch Stiefeltern schon automatisch verpflichtet sind durchs Gesetz, dass sie eine Verantwortung für Jugendliche und Kinder übernehmen. Und für uns oft der relevanteste Bereich ist die freiwillige Pflichtübernahme, nämlich durch Vertrag im Rahmen unserer beruflichen Tätigkeit. Wenn wir zum Beispiel ein Jugendcamp organisieren, Jugendliche teilnehmen und wir entweder ausdrücklich einen Vertrag haben, der schriftlich ist, weil wir ein Anmeldeformular machen, wo sie die anmelden müssen und die Eltern unterschreiben das. Oder auch, wir bieten irgendwas an, eine Aktivität Freitagnachmittag und es kommen die Jugendlichen und nehmen einfach teil, machen mit, dann ist auch klar, dass im Rahmen unseres Angebotes die mit unserem Vertrag eingehen, wir bieten was an, sie machen mit. Dann gelten für uns beide Regeln, also für beide Seiten. Und wir haben damit auch Verantwortung für die Jugendlichen, die da teilnehmen. Da ist auch noch wichtig zu sagen, manches Mal ist eben nicht so ausdrücklich ausgesprochen, aber wir machen jeden Freitagnachmittag ein bestimmtes Angebot und 10 Jugendliche kommen immer zu unserem Angebot und die Eltern wissen das. Und es kann sein, dass ich nächste Woche Freitag aber nicht mein Angebot halten werde, weil irgendwas dazwischen kommt. Dann ist es wichtig, dass ich den Eltern von den 10 Jugendlichen, also je nach Rahmen, dann Bescheid gebe, dass das heute nicht stattfindet, weil die davon ausgehen, dass für den Zeitraum ihre Jugendlichen betreut. Das hängt also schon auch vom Angebot ab, wie offen ist es oder wie formal, so, dass ich ja weiß, welche Eltern gehören zu welchen Jugendlichen, kann ich überhaupt erreichen. Aber wenn es so ist, dass ich weiß, die Eltern sind damit einverstanden, weil sie eben die Kinder angemeldet, zum Beispiel, dann bin ich auch verpflichtet, das bekannt zu geben, dass nächste Woche nicht stattfindet. Damit die wissen, hoppla, für die Zeit sind meine Kinder jetzt allein in der Stadt unterwegs und nicht bei dem Termin, wo sie eigentlich Freitagnachmittag sind. So, wie kann ich also die Aufsicht kriegen? Und von der Aufsicht spricht man jetzt nicht im strafrechtlichen Sinn, sondern von dem Bereich Obsorge, wo vorher gesprochen habe, wo eigentlich die Eltern die Personen sind, die Verantwortung für die Kinder haben, die ich aber in meiner Arbeit übertragen kriegen kann. Nämlich, wenn Eltern mir die Kinder ganz klar übergeben und sagen, für den Zeitraum in deinem Angebot bist du verantwortlich oder weil ich was anbiete und die Jugendlichen teilnehmen. Und die können eigentlich davon ausgehen, wenn die Eltern wissen, dass die Jugendlichen teilnehmen, sind sie damit einverstanden, was sie mit den Jugendlichen unternehmen. Wenn ich mir nicht sicher bin, ist es sehr günstig, zum Beispiel ein Informationsblatt zu erarbeiten, welche Aktivitäten von wann bis wann, wo werden durchgeführt und das im besten Fall, also wenn es eher riskante Tätigkeiten sind, von den Eltern auch unterschreiben zu lassen. Auch auf das werde ich dann später mit Beispielen noch genauer eingehen. Wenn ich eine Verantwortung habe, habe ich 2 verschiedene Pflichten. Es ist nämlich egal, welche Verantwortung, ob strafrechtlich, zivilrechtlich, dienstrechtlich. Zum einen die Pflicht, die Person, also den oder die Jugendliche, mit der ich meine Handlungen setze, zu schützen, dass der Person keine Schäden passieren oder dass sie nicht verletzt wird. Und auf der anderen Seite die Person davon abzuhalten, andere Personen zu schädigen. Also vor sich selbst zu schützen und vor anderen. Und da ist eben wichtig, wie vorher schon gesagt, bei manchen Dingen kann ich davon ausgehen, dass Eltern einverstanden sind. Wenn es aber eher riskante Dinge sind, ist es ganz günstig, das ausdrücklich von den Eltern als Erlaubnis zu kriegen, schriftlich am besten. Damit nämlich für mich keine Schuld übrig bleibt, ist die Frage, wie hätte sie, und das ist wieder sehr allgemein, ein maßgerechter Mensch, der sie ernsthaft bemüht hätte, verhalten, in meiner Situation, also welche Schäden hätte er abwenden müssen, welche Gefahren hätte die Person erkennen müssen und habe ich das auch erkannt oder nicht. Das wird immer im Nachhinein betrachtet, dass wie diese Situation wirklich ausgeschaut, hätte der Kollege oder Kollegin, der sich so verhält, wie man es gelernt hat, wie er die Regeln in der Einrichtung sind, hätte er gleich gehandelt wie ich oder hätte er bestimmte Handlungen gesetzt und es wäre nie zu dem Ergebnis kommen. Das wird dann die Frage sein. Das ist für unsere Arbeit oft ganz schwierig, weil es so keine konkreten Regelungen gibt. Was ist für jede Situation die richtige Lösung, die richtige Vorgangsweise? Das wird immer im Einzelnen geprüft. Und für das ist, wie ich es vorher schon gesagt habe, total wichtig,
dass es einen Handlungsleitfaden für bestimmte Sachen gibt, wo man sich orientieren kann. Weil das dann auch ein gutes Beweismittel ist, falls man rechtlich zur Verantwortung gezogen wird und dafür uns selbst die Sicherheit gibt, wie tue ich in einer Stresssituation oder wie tue ich in einer Krisensituation. Ich muss es nicht neu erfinden und kann mich dann nur auf die Situation konzentrieren, weil die Vorgangsweise schon ziemlich klar vorher festgelegt war. Es gibt für uns in der Arbeit zwei Maßstäbe, nach denen wir schauen sollten, ob wir bestimmte Aktivitäten tun können. Das eine ist mein eigener Sorgfaltsmaßstab. Der richtet sich danach, wie ist die Gruppe, mit der ich unterwegs bin, mit der ich Dinge tue. Und das andere, wie sind meine eigenen Qualifikationen und Fähigkeiten, welche Dinge kann ich, welche kann ich nicht. Und das rundherum ist der rechtliche Rahmen, wo es ist rechtlich erlaubt. Das ist zum Beispiel Jugendschutz, das wäre die Obsorge, das ist die aufsichtspflichtige Garantenstellung. So in dem ganzen Kastel bewegen wir uns. Damit es ein bisschen konkreter wird, kann man sich an den Punkten orientieren. Wo fängt man Verantwortung an und wo hört sie auf? Und da sind eben das Alter des Kindes oder der Jugendlichen, mit denen ich was mache, ist total wichtig, weil zum einen gibt es Jugendschutzbestimmungen und zum anderen kann ich davon ausgehen, dass ein Kind mit 12 Jahren schon eine bestimmte Verantwortung für sich selbst übernehmen kann. Und wenn ich das auch nur so beobachtet habe oder schon so kenne, dass ich halbwegs den Entwicklungsstand einschätzen kann, kann man einem 12-jährigen Kind, das halbwegs normal entwickelt ist, einiges zumuten und mit dem Kind zum Beispiel Vereinbarungen treffen. Wann treffen wir uns wieder wo? Und wenn ich dann schon weiß, auf das Kind kann ich mich verlassen, dann habe ich auch die Persönlichkeit schon so weit erkannt, dass man da sozusagen Deals machen kann und meine Verantwortung immer kleiner wird, weil der Freiraum von dem Jugendlichen, von der Jugendlichen größer wird, weil das Ziel ja ist, ich soll das Kind unterstützen in der eigenen Entwicklung und fördern. Das heißt, ich kann nicht die ganze Verantwortung für die Person übernehmen, sondern es geht um eine geteilte Verantwortung und unsere Frage, wie weit kann ich dem Kind, dem der Jugendlichen auch Verantwortung zumuten und wie weit ist es noch immer meine Verantwortung, alles zu kontrollieren, damit ja nichts passiert. Das ist so die große Krux an der Sache. Zu beachten ist dann auch noch die Gefahrensituation. Welche Aktivität machen wir genau, wie besonders gefährlich ist es? Also was kann man erwarten, wo sind die Gefahren? Zum Beispiel, wenn ich einen Badeausflug mache, ist mir zum Ersten wichtig, kann ich schwimmen? Das wäre meine eigene Qualifikation. Und auch, kann meine Gruppe schwimmen? Und da kann ich mich zum anderen darauf verlassen, was die Eltern sagen. Ja, ihr Kind kann schwimmen, das kann ich mir grundsätzlich glauben. Dann ist aber, wenn ich die Gruppe gar nicht kenne, am Anfang auch wichtig, sie zu beobachten und genau zu schauen. Und wenn ich merke, okay, das haut hin, ich sehe die ganzen 10 Kinder, die mit sind, die kennen schwimmen, dann kann ich mir auch bestimmte Dinge ausmachen, dass ich in größeren Zeitabständen immer wieder nachschaue oder dass sie beim See zum Beispiel nur bis zu einer bestimmten Grenze rausschwimmen dürfen und dann gegenseitig auf sich aufpassen. Da kann man dann schon Eigenverantwortung wieder abgeben an die Gruppe. Wenn ich aber einen Badeausflug mache und selbst nicht schwimmen kann, dann ist es eine sogenannte Übernahmefahrlässigkeit, weil die Dinge tue, die ich selbst nicht kann. Dann wäre es also meine eigene Sorgfalt, die könnte ich nicht erfüllen, die ich müsste. Also solche Dinge darf ich nie tun, wenn ich vorher weiß, ich kann die ganze Verantwortung nicht tragen. Weil im schlimmsten Fall muss ich die ganze Verantwortung tragen. Es ist auch möglich, dass ich die Verantwortung, die ich habe, also von der ich die ganze Zeit spreche, an eine andere Person übertrage. Das kann zum Beispiel einer Kollegin oder einem Kollegen sein. Wenn ich unerwartet weg muss, weil mein eigenes Kind zum Beispiel gerade einen Unfall gehabt hat im Krankenhaus ist, dann kann ich eine Kollegin anrufen und sagen, du bitte komm her, löse mich ab, ich bin da, so ist die Lage, bitte übernimm du. Wenn ich davon ausgehen kann, dass ich das eigentlich übernehmen kann. Es kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel einen Wanderausflug mache mit einer Gruppe und da sind jetzt Jugendliche dabei, auf die kann man sich recht gut verlassen, die kenne ich schon ganz gut. Und andere, die sind halt mäßig verlässlich, die sind übermütig, die stacheln sich gegenseitig an. Und einer Person aus der Gruppe passiert was, dann ist es möglich, dass ich, wenn ich ins Krankenhaus muss mit der Jugendlichen, einer Jugendlichen aus der Gruppe, mit der abmache, sie geht jetzt mit der Gruppe weiter bis zum nächsten Treffpunkt. Sie schaut, dass die Gruppe zusammenbleibt, das sage ich auch der ganzen Gruppe, die hat jetzt die Verantwortung. Sie gibt jetzt auch die Regeln vor, dass sie das auch einer Jugendlichen aus der Gruppe übertragen kann, wenn sie in der Situation die beste Lösung ist, also das sogenannte gelingendste Mittel. Dann ist es noch besser, die Person übernimmt vor Ort und ich kann mit der anderen Person, weil es notwendig ist, sofort ins Krankenhaus,
Also es würde niemand übernehmen oder ich würde mit der schwer verletzten Person warten, bis meine Kollegin von irgendwo kommt und mich ablösen könnte. Und das ist wieder gut, sich vorher gut zu überlegen, warum kann ich es der Jugendlichen zutrauen, dass sie die Verantwortung übernimmt, was ist die Abmachung, also bis wann wird jemand Erwachsenes wieder da sein, wo treffen wir uns wieder und das im Nachhinein sehr gut dokumentieren. Insgesamt ist bei allen Tätigkeiten, die in meiner Arbeit mit Jugendlichen mache, wichtig, mich gut vorzubereiten. Das können aktive Handlungen sein, wo ich zum Beispiel check, wie ist das Wetter, wie ist die Ausrüstung, wie schaut meine Ausrüstung tatsächlich aus, also ist die am neuesten Stand, ist da nichts kaputt worden inzwischen, seit dem letzten Ausflug habe ich die erste Hilfeausrüstung mit und das andere auch, welche Gefahren könnten kommen, also welche Dinge sollte ich noch berücksichtigen. Das ist jetzt nicht irgendwas einpacken, aber zu schauen, gibt es Gefahren, die man vorher gut anschauen sollte. Gibt es Brennpunkte, die besonders gefährlich sind, wo Jugendlichen vorher sagen muss, hey, in der Gegend bewegt sich bitte nicht, wenn wir einen Stadtausflug machen. Wichtig ist immer, die Eigenschaften von meiner Gruppe im Blick zu haben, weil ich mich eben auf die Angaben der Eltern verlassen darf, aber gleichzeitig auch selbst noch mal kurz prüfen soll, stimmen die tatsächlich oder fällt mir irgendwas auf, wo ich davon ausgehen muss, naja, so ganz ist es nicht, wie die Eltern mir das gesagt haben. Und das gut im Blick zu haben am Anfang, bis man die Gruppe gut genug kennt. Wenn wir schon von der Gruppe sprechen, ist es wichtig, die Persönlichkeit jeder einzelnen Person gut zu kennen, auch die persönliche Verfassung, also bei Sportaktivitäten, wie viel Sport, wie viel körperliche Anstrengung kann ich jedem zumuten und wie ist unser tatsächliches Vorhaben, wie verhalten sich meine Gruppe, wie verhalten sie die untereinander, wie verhalten sie die mir gegenüber, wenn ich mit in einer Vereinbarung treffe, halten sie die ein oder muss ich davon ausgehen, die halten sie gar nichts, also ich darf sie nicht wirklich aus dem Blick lassen. Oder wie teile ich die Gruppe auf? Zum Beispiel, wenn ich mit 30 Jugendlichen unterwegs bin und wir fahren in eine große Stadt, dann kann ich ausmachen, für bestimmte Zeitfenster dürfen sie sich frei bewegen, am besten in Vierer- oder Sechsergruppen zum Beispiel. Und welche Gruppenkonstellationen sind günstig, weil sie sich gegenseitig eben nicht auf unkluge Ideen bringen? Wo gibt es jemanden, der eher vernünftig ist, dass nichts passiert? Wo sind die Personen drin, die ständig super Ideen haben? Und Blitzaktionen starten. Also da drauf zu schauen, wen kann man wie lang aus dem Blick lassen. Die schwierige Frage ist immer, wie viele Betreuungspersonen brauche ich für eine bestimmte Gruppe? Da gibt es auch keine konkrete Zahl, man kann sich aber orientieren an den Regeln, die in Schulen gelten. Also wie groß kann eine Gruppe sein für alle Lehrpersonen, für zwei Lehrpersonen? Ja, schon langsam wird es ein bisschen konkreter, was so das Ausmaß der Aufsichtspflicht anbelangt. Wesentlich ist also, wie bin ich in der Lage, was sind meine Fähigkeiten, meine Kenntnisse als Aufsichtsperson, kann ich die Gruppe mit der Sorgfalt, die notwendig ist, gut beaufsichtigen und wie ist die Gruppe und die Situation. Das wäre so das Fazit. Dann ist auch noch wichtig zu schauen, wie ist der Ort, wo wir unterwegs sind. Findet das in Räumlichkeiten statt, die ich schon kenne, wo ich auch weiß, okay, Da ist der Strom besonders gefährlich oder da wird Alkohol aufbewahrt. Solche Dinge muss ich da gut aufpassen oder geht da eine Straße vorbei, die besonders gefährlich ist oder ist da eine Drogenszene, wo ich aufpassen muss. Wie ist die Infrastruktur? Also wenn ich einen weiteren Ausflug mache, wie komme ich von A nach B? Wie schaffe ich es, die Gruppe gut von A nach B zu bringen? Sind öffentliche Plätze, also wo sind da die Gefahrenbereiche? Oder wenn ich eine Reise mache, mit welchen Verkehrsmitteln komme ich dorthin? Weil auch für die verschiedenen Dinge, die wir nutzen, auch Voraussetzungen gelten. Wenn ich mit dem Radl fahre, muss ich mir überlegen, hat jeder in meiner Gruppe Radl, hat das den Zustand, den es braucht, damit möglichst wenig passiert, haben die alle ein Licht mit. Wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, schaffe ich es, die Gruppe gut zusammenzuhalten, dass ich nicht irgendwann verliere auf der Reise, habe ich genug Betreuungspersonen mit oder mit privaten Verkehrsmitteln sind die Verkehrsmittel alle in dem Zustand, dass wir fahren dürfen. Auch die Dinge muss ich vorher gut checken. Ja, und dann auch, welche Geräte verwenden wir überhaupt? Sind das Sportgeräte, sind das gefährliche Gegenstände? Also gehe ich klettern zum Beispiel, das wäre jetzt eine gefährlichere Tätigkeit, wo man gut schauen muss, schafft die Gruppen das, halten sie sich an die Regeln, die wir ausmachen und so weiter. Also Regeln ist ein Wort, das ich ganz oft verwende, weil es fürs Miteinander so wichtig ist. Die brauchen wir, damit eben die Jugendlichen zum einen Freiräume haben, in denen sie sich bewegen können,
Zum anderen braucht es aber auch Grenzen, damit sie sich nicht irgendwie bewegen und vielleicht in gefährliche Situationen kommen. Darum sind Vereinbarungen so wichtig. Die hängen wieder davon ab, wie ist der Entwicklungsstand und die Persönlichkeit der Jugendlichen. Und wenn Regeln nicht eingehalten werden, dann gibt es Erziehungsmittel, die sind allerdings sehr begrenzt. Also ich kann die Jugendlichen ermahnen, ich kann sie noch mehr ermahnen. Und irgendwann muss ich ja konsequent setzen. Das heißt aber, das Zentrum von allen Handlungen, die ich setze, kann nur das Kindeswohl bilden. Also auf lange Sicht muss es gut sein fürs Kind, für den Jugendlichen oder die Jugendliche. Und die äußerste Grenze bei allen Handlungen ist das Gewaltverbot. Das heißt, Gewalt ist verboten und Gewalt zu setzen ist nur in sehr begründeten Fällen erlaubt. Die sage ich dann später. Wichtig ist auch noch, ich muss immer wissen, wo sich die Gruppe befindet, darum die Vereinbarungen. Die Information ist also notwendig. Wenn ich zum Beispiel in einem Jugendcamp bin, dann reicht es, wenn ich weiß, wo die Jugendlichen in der Nacht schlafen. Und ich muss nicht jede halbe Stunde nachschauen, ob sie alle auf dem Schlafplatz sind oder in ihrem Zelt sind, sondern das in größeren Abständen kontrollieren können. Wichtig ist auch die Gefahrenerkennung. Welche Gefahren sind im Vorfeld schon klar, die können kommen, also auf die muss ich vorher schon reagieren. Und dann muss ich auch in Situationen konkret, wenn aktuelle Gefahr aufkommt, überlegen, wie tue ich jetzt, dass da möglichst wenig passiert. Also auf aktuelle Gefahren gut reagieren und die wahrnehmen. Ja. Welche Anforderungen man ein Kind stellen kann, ergibt sich eh vom Alter und vom Entwicklungsstand des Kindes. Zum Beispiel darf ich ein Kind nicht alleine im Auto lassen, wenn es die Handbremsen lösen kennt. Bei Jugendlichen ist es die Frage, wie weit ist ein Jugendlicher so, dass man Dinge gut ausreden kann. Also kann ich den auch einen Moment im Auto lassen, weil ich davon ausgehen kann, dass der nicht wegfährt oder das Auto nicht irgendwo reinlässt in der Kurve. Oder wie weit kann ich ein Jugendlicher beim Lagerfeuer für eine bestimmte Zeit allein lassen, wenn wir in einem Ferienlager sind. Ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt, worauf muss ich achten? Dann gibt es auch Gegenstände, die Jugendliche mit haben können, die gefährlich sein können. Für manche ist vielleicht der Taschenmesser ein lustiges Spielzeug. Da ist wer zu beachten, gibt es Hausregeln. Wenn es ein Jugendzentrum ist zum Beispiel, sind da Waffen grundsätzlich verboten, dann werden die vorher abgenommen, mit denen kommt gar niemand rein. Oder wenn der trotzdem oder sie trotzdem irgendein Springmesser oder so mit hätte, sind nicht an die Regeln halt, wie reagiere ich dann? Kriegt die Person zum Beispiel Hausverbot? Oder darf nur der Elternteil die Gegenstände wieder abholen? Wie reagiere ich drauf? Und wenn ich merke in einer Situation, es wird wilder, also es ist jetzt eine Rauferei zum Beispiel, wie schreite ich ein, um zum einen den Jugendlichen, der das so aktiv anfängt, zu stoppen und den anderen zu schützen? Wichtig ist nämlich, man muss Jugendliche grundsätzlich nicht die ganze Zeit im Auge behalten, aber der Zeitraum ergibt sich eben aus dem Gesagten, wie oft muss ich nachschauen. Das wäre nur ein Beispiel. Ist es ausreichend, in der Nähe zu sein? Wie tue ich aber, wenn sich die Situation ändert, wenn ein Unwetter kommt zum Beispiel? Wie muss ich die Jugendlichen anleiten, wo sie ihre Gegenstände hinbringen, dass nichts kaputt wird, dass Jugendliche, die sie besonders fürchten, weil ein arges Gewitter kommt, nicht unnötig Angst haben. Also wie geht dann in der Situation vor, ist nur wichtig. Und zum Alleinlassen gehört auch das vorher gesagt, die Jugendliche kann man so weit alleinlassen, dass man sie mit ihnen Dinge ausmachen kann, auf die man sie auch verlassen kann. Man kann auch im Team insgesamt für eine Gruppe verantwortlich sein, das heißt, es ist eine geteilte Verantwortung. Da ist ganz wichtig, dass man sie gut abspricht über die Dinge, die heute passiert sind, die jeder wissen sollte. Also wenn jetzt eine Kollegin oder ein Kollege von mir den Dienst übernimmt und es ist irgendwas Spezielles vorgefallen, das nur für jetzt und später relevant ist, dann muss ich das weitergeben. Zum Beispiel, wir fahren in ein Sommerlager und die Person, die die Anmeldungen macht, wo die Jugendlichen alle in den Bus einsteigen, erfährt von einem Elternteil, der Sohn hat bis vorgestern Grippe gehabt und Fieber, jetzt geht es aber wieder, dann ist das eine Info, die alle im Team wissen sollten, damit man da adäquat damit umgeht. Gerade wenn es in den ersten Tagen um Sport geht zum Beispiel. Oder welche Medikamente braucht jemand, weil die Person gerade Fieber gekriegt hat. Dann sind es alle im Team wissen und ich muss mich darauf verlassen können, dass meine Kolleginnen und Kollegen mir auch die aktuellen Infos immer weitergeben. Und gleichzeitig sollte ich nachfragen, falls ich das Gefühl habe, da kriege ich jetzt nicht von sich aus die Infos,
sondern der ist eher schlampig, der Kollege. Und dann ist gut, noch zu fragen, ist heute was Wichtiges passiert, damit ich selbst auch sicher unterwegs bin. Insgesamt gibt es einem Team grundsätzlich eine Hierarchie. Also es gibt eine Teamleitung, die eine andere Verantwortung hat als normale Teammitglieder. Die hat nämlich zum Beispiel Kontroll- und Aufsichtspflichten auch über das Personal. Ich habe als Mitarbeiterin jetzt nicht die Verantwortung, meine Kolleginnen und Kollegen zu kontrollieren. Jetzt die Konsequenzen. Alle Handlungen, die ich jetzt kennen, unterschiedliche Folgen haben, nämlich strafrechtliche, zivilrechtliche oder auch moralische. Wenn ich strafrechtlich verbotene Handlungen setze, dann kann ich im schlimmsten Fall strafrechtliche Verurteilung kriegen, also eine Geld- oder Haftstrafe. Wenn Dinge kaputt gehen, dann kann es zusätzlich auch zivilrechtliche Folgen haben oder wenn Personen am Körper beschädigt werden und es gibt Schadenersatzansprüche, dann kannst du auch Geldforderungen geben. Und das andere ist immer die moralische Verantwortung oder im schlechtesten Fall die dienstrechtliche Verantwortung. Wie geht mein Dienstgeber, meine Dienstgeberin mit dem um, wenn ich verbotene Dinge tue oder meine Pflicht nicht erfülle, wie sie vorgesehen oder ein Dienstvertrag geregelt ist. Da ist ein wichtiger Punkt das Erziehungshandeln. Also wie vorher gesagt, Gewalt ist verboten und zwar absolut verboten. Jetzt gibt es aber die Notwendigkeit, auf bestimmte Verhaltensweisen von Jugendlichen zu reagieren. Und da ist immer die Frage, wo ist die Grenze vom Erlaubten? Was ist nur erlaubt, um jemanden zu schützen oder zu erziehen, damit wir es miteinander gut aushalten? Und wo bewege ich mich dann schon im verbotenen Bereich? Und da gibt es eben auch in den vier Bereichen Konsequenzen. Beispiel. Ich als jugendverantwortliche Person schaue zu, wie ein 9-jähriges Kind ein Auto zerkratzt, weil das Kind noch nicht 14 ist und erst ab 14 eigentlich einen Schadenersatz leisten muss, ist die Frage, hofft ich zusätzlich, also wer muss den Schaden zahlen? Und da muss man schauen, hätte ich das erkennen können? Also habe ich einfach verabsäumt, das Kind davon abzuhalten, habe das mitgekriegt? Dann kann es sein, dass ich genauso einen Schadenersatz leisten muss oder dafür eine Versicherung habe. Und es wird unabhängig vom Verhalten des Kindes, also ob das Kind überhaupt verantwortlich ist, geschaut, ob ich möglicherweise eine Verantwortung haben kann. Wichtig ist das vorher schon angesprochene, wie wird eine Vorbildperson, also die so der Maßstab ist, in meiner Situation gehandelt haben. Und da kann man sich an dem orientieren, man muss die Handlung setzen, die das wirksamste Mittel ist, um den Schaden zu verhindern und darf nur im allernotwendigsten Ausmaß in ein Rechtsgut von einem Kind oder von einem Jugendlichen eingreifen. Und da sind wieder, also das ist alles sehr schwammig und darum immer ganz schwer allgemein zu beantworten. Aber da ist dann wieder alte Entwicklung des Kindes unter die Persönlichkeit und die Situation genau zu begutachten. Also wie notwendig war es, das Kind festzuhalten, damit es nicht ins Auto reinläuft, weil das Auto gerade vor der Nase war, niemand hat es früh genug gesehen und ich habe das Kind zurückziehen müssen und in der Situation das Kind an der Hand verletzt, zum Beispiel. Dann habe ich das Kind am Körper verletzt, also wo ist dann das Gewaltverbot? Auf der anderen Seite war es notwendig, das Kind festzuhalten, damit es nicht einen schlimmeren Schaden hat, nämlich vom Auto überfahren wird. So ist zum Beispiel auch Abgrenzung. Also dann wäre Gewalt in dem Fall zulässig, weil es notwendig war, um was Schlimmeres zu verhindern. Da sind wir schon bei den Eingriffsrechten. Und wie gesagt, ist es ganz schwierig, vorher festzulegen, was ist erlaubt und was ist verboten, weil das Gewaltverbot die klare Grenze ist und man alle Handlungen an dem orientieren muss, was auf lange Sicht für das Kind, für den oder die Jugendliche gut ist. Und da gibt es zum einen den Vertrag, den ich mit den Eltern abgeschlossen habe, die mir ja die Verantwortung für das Kind übergeben, die grundsätzlich ja die gleichen Rechte haben wie ich. Also die können mir nicht erlauben, ich darf ihr Kind rückhauen, wenn es nicht folgt. Die Erlaubnis dürfen sie mir nicht geben, weil es sowieso rechtlich verboten ist. Aber sie können mir schon vorher sagen, bestimmte Dinge funktionieren ganz gut bei den Kindern. Oder ich muss zum Beispiel einhalten, dem Kind keine Süßigkeiten zu geben, wenn wir im Ferienlager sind. Dann ist für mich die Frage, muss ich mich dran halten oder hat es eine bestimmte Gründung, weil das Kind zum Beispiel eine Zuckererkrankung hat. So wären dann Eingriffsrechte, die auch Eingriffsrechte in der Persönlichkeitsrecht von einem Kind sind, das mit 12 Jahren sich gern Süßigkeiten kauft und eigentlich auch kaufen darf. Aber in dem Fall darf ich da eingreifen, um das Kind zu schützen.
Ja, wichtig ist auch, die Beziehung anzuschauen zwischen mir und dem Jugendlichen oder der Jugendlichen, weil je enger meine Beziehung ist, umso freier kann der Umgang sein mit der Person, weil ich es eben anders einschätzen kann und weil es da schon mehr um den Freiraum und die Entwicklungsmöglichkeit geht und nicht so stark mehr um die klaren Grenzen, die unbedingt notwendig sind, zur Sicherheit. Aber ein Beispiel, wo es vielleicht nur klar wird, wie weit darf ich eingreifen, ohne dass ich rechtlich zur Verantwortung gezogen werde. Wenn eine Lehrperson am Schüler, einer Schülerin eine Ohrfeige gibt, ist das immer strafbar. Wenn Eltern am Kind in irgendeiner Situation eine Ohrfeige geben, ist es auch nicht erlaubt, aber Eltern werden deshalb nicht sofort angezeigt, im Regelfall. Und in der Schule wird es dafür zum Beispiel dienstrechtliche Konsequenzen geben und es wäre strafrechtlich verboten. Für Eltern gibt es andere Konsequenzen, weil es nämlich eine Frage ihrer Erziehungsfähigkeit ist und dafür wird zum Beispiel die Kinder- und Jugendhilfe die Stelle sein, die dann tätig wird. Also es gibt Konsequenzen, aber ganz andere. Disziplinäre Maßnahmen sind was, die gerade im Alltag, wenn man in WGs tätig ist, wichtig sein können, weil es Erziehungsmaßnahmen braucht und es sind aber nur die erlaubt, die dem Kindeswohl dienen und die nicht sittenwidrig sind. Dafür ist zum einen das Alter des Kindes und die Persönlichkeit relevant. Ich darf alle Dinge setzen, die in der Situation notwendig sind und darf aber damit keine psychischen Schäden verursachen. Also zum Beispiel ein Kind anzudrohen, es kommt ins Internat oder es muss die WG wechseln, wenn sie es jetzt nicht an bestimmte Vereinbarungen haltet, ist eine ernstzunehmende Drohung. Und wenn das Kind jetzt noch sehr jung ist und zum Beispiel das so versteht, dass das ganz klar umgesetzt wird und arg Panik kriegt, dann kann es einen psychischen Schaden verursachen und dann wäre das schon Gewalt. Wenn das jetzt aber Jugendliche sind, mit denen ich klar die Dinge ausreden kann, die wissen, wie die Regeln sind, die sich wiederholt nicht dran halten, kann ich sagen, hey, wenn du so weitermachst, dann braucht es eine andere Maßnahme, so kann man es nicht lassen. Dann ist eine ernstzunehmende Drohung, die ja notwendig ist, dass bestimmte Regeln eingehalten werden. Ja. Körperverletzung ist was, das ich vorher schon angesprochen habe und auch vorkommen kann in der Arbeit mit Jugendlichen. Eine vorsätzliche Körperverletzung, also die ich absichtlich mache, oder eine Misshandlung, die dann zu einer vorsätzlichen Körperverletzung führen kann, die sind absolut verboten, immer. Aber wenn es gefährliche Handlungen sind, kann es notwendig sein, den Jugendlichen, die Jugendliche zu schützen. Dann muss die Handlung, die ich setze, aber verhältnismäßig sein zu dem, was passieren könnte, wenn ich sie nicht setze. Beispiel, bei einer Rauferei gibt es zwei Jugendliche, den A und den B. Und wenn ich nicht eingreife, dann wird der A dem B eine ordentliche Körperverletzung zufügen, also zum Beispiel die Nasen brechen. Dann kann ich davon ausgehen, dass mein Eingreifen erlaubt ist, wenn ich den A zum Beispiel vom B wegziehe und ihm vielleicht damit einen Bluterguss am Oberarm verursache, weil ich so fest zugreifen muss und ihn damit ja in seiner körperlichen Freiheit eingrenze, also es wieder ein Eingriff in sein Freiheitsrecht, dann ist es aber erlaubt, um damit einen anderen Schaden zu verhindern, nämlich, dass der dem B die Nasen bricht. Dann ist das eine Gewalt, die dann doch erlaubt ist, aber nur, weil die Situation so war. Und ich darf jetzt nicht den A ewig lang dann irgendwo festhalten, zum Beispiel in sein Zimmer sperren oder dann, damit er versteht, wie schlimm das ist, was er macht, selbst schlagen. Das wäre nicht mehr verhältnismäßig, das ist nicht erlaubt. Ein anderer Punkt ist Nötigung. Das ist vielleicht nicht so bekannt als Begriff in der Erziehung, aber kommt ganz oft vor. Das ist, wenn ich jemanden zwinge zu irgendwas. Also wenn Eltern die Kinder zwingen, die Schulaufgaben zu machen oder rechtzeitig nach Hause zu kommen oder sie dürfen nicht auf die Straßen laufen oder sie dürfen nicht 7 Stunden am Tag am Handy sitzen, weil sonst, und dann drohe ich irgendwas an, dann kann das Nötigung sein. Und Nötigung liegt dann vor, wenn eine Gewalt eingesetzt wird, damit ich eben mein Ziel erreiche. Wenn ich so, du darfst nicht, weil sonst kriegst du eine Ohrfeige oder sonst tue ich deiner Schwester irgendwas, dann ist es nicht erlaubt. Aber als präventive Maßnahme kann es erlaubt sein, um Kinder eben zu erziehen. Ganz schwierig immer die Abgrenzung, wäre die Folge Gewalt, wenn ich Dinge verbiete. Kinder zu zwingen, die Aufgabe zu machen, kann erforderlich sein, kann, muss nicht. Und zwar, wenn ich schon aufgrund meiner Erfahrung weiß, die würden uns nie die Hausübung machen und somit wird Bildung nicht funktionieren.
Oder meinem Kind zu sagen, wenn du nicht heimkommst, dann lasse ich dich mit der Polizei abholen. Das ist jetzt zwar keine pädagogisch sinnvolle Maßnahme, aber sie kann notwendig sein, weil ich so eine rebellische jugendliche Tochter habe, die mit 13 ständig abhaut und irgendwann in der Nacht irgendwo ist. Dann kann es erforderlich sein, dass ich sage, wenn du nicht heimkommst, dann ist dein Handy weg. Dann könnte es auch schon psychische Gewalt sein, weil das Handy so einen hohen Wert für die Jugendliche hat. Oder heutzutage Standardausrüstung von Jugendlichen ist, aber anders wird Erziehung nicht funktionieren. Die müssten mir arge Sorgen machen um meine Tochter, die sie zum Beispiel am Jakominiplatz im Freien Erfahrung rumtreibt. Dann ist es auch eine Nötigung, die aber erlaubt sein kann. Und der andere Punkt, der oft schwierig ist, sind freiheitsentziehende Maßnahmen. Das kann sein, jemanden für bestimmte Zeit wo festzuhalten, zum Beispiel Jugendliche, die sie in bestimmten Situationen so hineinsteigern, dass man mit ihnen nicht mehr klar reden kann, die zum Beispiel körperlich ganz arg aggressiv werden, dann kann es notwendig sein, die für bestimmte Zeit festzuhalten. Oder mich mit ihnen im Zimmer einzusperren. Das ist aber Ausnahme und muss immer gerechtfertigt sein, kann aber notwendig sein, damit die ärgere Eskalation verhindert. Und im schlimmsten Fall Rettung und Polizei rufen. Also, meine Aufgaben sind vor allem, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen, präventive Maßnahmen zu setzen, damit eben Jugendliche nicht selbst Handlungen setzen, womit sie sich selbst strafbar machen. Ich darf auch in Rechte von Kindern eingreifen, um unmittelbare Gefahren abzuwenden und Kinder zu schützen, aber immer nur so weit es erforderlich ist in der jeweiligen Situation. Zum Beispiel das mit dem Wegziehen. Eine Mutter darf ihr Kind sehr wohl von der Herdplatte wegziehen. Also das ist vielleicht für Jugendliche nicht mehr das passende Beispiel, aber es ist also so bekanntes und sehr plakatives. Ich darf mein Kind wegziehen, damit es nicht verletzt. Oder der Vater rettet das Kind vor einem drohenden Verkehrsunfall, weil er es wegzieht. Und auch wenn dabei dem Kind der Arm gebrochen wird, kann es nur erlaubt sein, weil was Schlimmeres nicht passiert ist. Wenn aber der Vater das Kind von der Straße wegzieht, damit nichts passiert und ihm dann eine Ohrfeige gibt, damit er es merkt, hat das nichts mehr damit zu tun, dass dem Kind nichts passiert, weil es hat ausgereicht, das Kind von der Straße wegzuziehen. Die Ohrfeige wäre nicht mehr notwendig gewesen, damit es schön untermauert wird, die Straße ist gefährlich. Das geht dann zu weit. Und so kann es auch mit Jugendlichen sein. Das ist dann zwar vielleicht nicht mehr die Ohrfeige bei der Straße, aber es kann das Einsperren sein, wenn sie nicht rechtzeitig heimkommen. Ein Punkt, der immer wieder gefragt wird, ist, darf ich Jugendliche einsperren? Zum Beispiel am Abend, weil ich befürchten muss, die hauen ab. Wenn nichts anderes möglich ist, dann kann das in der Situation erlaubt sein. Es darf aber bestimmt kein Dauerzustand sein und es darf sicher nicht die erste Maßnahme sein. Und ein anderer Punkt, den Jugendliche immer wieder fragen, dürfen meine Eltern mir verbieten, dass ich am Abend aus dem Haus gehe? Das dürfen Eltern deshalb, weil sie die Obsorgeberechtigten sind. Das heißt, sie dürfen bestimmen, wo ich mich bewege und befinde. Drüber steht immer noch der große Rahmen Kindeswohl. Also sie dürfen mich bestimmt nicht so einsperren, dass ich mich nicht entwickeln kann, weil ich keinen Austausch mit Jugendlichen habe, weil ich nicht ins Kino gehen darf. Sie dürfen aber sagen, auch wenn du 14 bist, du musst um 9 Uhr daheim sein, weil morgen ist Schularbeit und so wie ich dich kenne, bist du morgen überhaupt nicht fit. Und es kann eine Ausnahmesituation sein, wo ich auch enger als der Jugendschutz das erlaubt, Jugendlichen sagen kann, du bist halt aber daheim. Und es kann auch öftere Ausnahmesituation sein, weil es besonders begründet wird. Es darf aber insgesamt auf lange Sicht dem oder der Jugendlichen nicht schaden. Aber Eltern dürfen enger als der Jugendschutz erlaubt auch bestimmen, wie lange Kinder und Jugendliche auswärts sind. Und da ist nur wichtig zu sagen, nachdem Eltern ja mir die Aufsicht übertragen können als jugendverantwortliche Person, kann auch ich, wenn ich in einem Feriencamp bin, zum Beispiel sagen, ihr Jugendlichen, ihr seid zum Nein aus der Stadt wieder zurück und seid wieder am Campingplatz, auch wenn ihr nach den Regelungen vor Ort eigentlich bis 10 auswärts sein dürftet. Weil ich genauso wie die Eltern im Rahmen der Aufsichtspflicht sagen kann, auch wenn der Jugendschutz mehr erlaubt, ich sage es enger, weil das ist zulässig. Wichtig vielleicht für Personen, die in einem Camp tätig sind, da sind ein paar Sachen sehr hilfreich. Also die Hauptverantwortung hat die Leitung im Camp, so wie sonst die Teamleitung hat. Und günstig ist auch, wenn es eine klare Aufgabenteilung gibt, wer ist für was zuständig, damit es eben, falls was passiert,
man jetzt nicht sagen kann, ich habe gedacht, irgendjemand anderes wäre verantwortlich oder mir selbst immer denken muss, ich bin für alles verantwortlich. Also für das ist es schon sehr hilfreich, bestimmte Bereiche jemandem zuzuteilen, wo wer die Hauptverantwortung hat. Dann ist gut, sich auch Zeiten auszumachen, wer hat von wann bis wann Dienst, sehr günstig, und eben den vorher angesprochenen Plan, wie du in einer Notsituation. Wer ist zu verständigen? Wo gibt es die Listen der Erziehungsberechtigten, die vielleicht sofort verständigen muss, wenn was passiert? Und wie ist überhaupt unser pädagogisches Konzept? Also welche Sanktionen setzen wir, weil wir welche Überlegungen dahinter haben? Gibt es da eine Hausordnung zum Beispiel, wo drin steht, wie sich die Jugendlichen da verhalten dürfen, wie wir uns als Erziehungspersonen da verhalten? Weil klare gesetzliche Regelungen gibt es da wenige, außer eben das klare Gewaltverbot mit bestimmten Ausnahmen. Und damit wir uns möglichst sicher und ohne Stress gut als Professionistinnen und Professionisten bewegen können, sind die klaren Regeln im Vorfeld, bevor man sie braucht, sehr hilfreich. Ein anderer Punkt, es kann ja sein, dass Jugendverantwortliche selbst noch nicht erwachsen sind, also vielleicht 17, 18, also mit 18 sind sie erwachsen, aber vielleicht 17, 17,5, die dann die Aufsicht für andere Jugendliche übernehmen. Das ist erlaubt. Und die sind auch alle gleich strafrechtlich und zivilrechtlich verantwortlich. Die Frage ist aber, der Campleiter oder die Campleiterin, die die aussucht, hat eine bestimmte Verantwortung zu schauen, ist den Personen das auch zuzumuten, was ihre Tätigkeiten sein werden. Also der hat eine Auswahl zu treffen und muss gut überlegen und begründen können, warum er genau die Personen nimmt und warum er denkt, dass die in der Lage sind, den Job auch gut zu machen. Und bei der Übertragung der Aufgaben ist schon auch wichtig zu schauen, wie alt sind die und welche Erfahrung haben die. Also das wäre jetzt so der Punkt, den ich vorher schon einmal gesagt habe, meine subjektive Sorgfalt. Wie ist meine Qualifikation? Wie ist meine Vorerfahrung? Welche Dinge kann ich erkennen und wo kann ich einfach an Schulden nicht vorher schon von der Weiten sehen, weil ich noch nie mit Jugendlichen gearbeitet habe. Also kann ich am frisch Jugendlichen, also Jugendverantwortlichen, der 17 ist, gleich die Aufsicht für die ganze Gruppe übertragen, wenn es um einen Stadtausflug geht. Der ist im zweiten Tag erst in seiner beruflichen Tätigkeit. Und es würde dann nur einen Kollegen geben, der schon älter und länger erfahren ist. Dann ist schon die Frage, ob das der richtigen Person zugemutet wird oder ob nicht der andere ältere Jugendverantwortliche, die Jugendverantwortliche das übernehmen hätte sollen, weil die in der Lage wäre aufgrund ihrer Vorerfahrung und Qualifikation. Also so wird dann, wenn was passiert, auch geschaut, wer ist tatsächlich verantwortlich. Bin das jetzt ich, eine 17-jährige Jugendverantwortliche? Oder hat da nicht auch Mitverantwortung meine Teamleitung, die mir viel zu große Aufgaben übertragen hat? Und so übertragen kann man das auf ganz viele Bereiche sich anschauen, wo ich selbst tätig sind. Sind die Aufgaben, die ich kriege, für meine Qualifikation passend oder sind sie zu groß? Oder gibt es jemanden, und das muss ich dann auch rückspülen, wenn ich mir denke, meine Leitung weiß gar nicht, dass ich das nicht kann, die geht davon aus. Aber mutet mir viel zu viel zu, dann muss ich rückspülen und sagen, hey, stopp, das Paket ist mir zu groß, da merke ich, da kann ich die Verantwortung nicht übernehmen, da fühle ich mich total überfordert. Und das ist gut, sofort zu sagen, damit man eben die Verantwortung der Person geben kann, die sie übernehmen kann und man nicht selbst dann am Schluss verantwortlich ist für Dinge, die man einfach nicht gesagt hat. Das habe ich vorher schon kurz angesprochen, deshalb nur mal ganz kurz. Meine Aufsicht in einem Camp zum Beispiel gibt sie durch die Anmeldung von Eltern, ihre Kinder zum Mitfahren anmelden und auch damit einverstanden sind, dass wir bestimmte Aktivitäten tun. Die kennen mir auch vorher, sagen, mit meinen Jugendlichen dürfen bestimmte Dinge nicht gemacht werden oder meine Jugendlichen dürfen ihr Handy zum Beispiel nicht verwenden, weil die sollen jetzt endlich einen Zug lernen, also Weisungen mir erteilen, wie ich umzugehen habe. Da ist die Frage, muss ich mir an alle Weisungen halten oder kann ich im Rahmen meines Erziehungsdenkens und meiner pädagogischen Fähigkeiten anders entscheiden? Das ist im besten Fall die Entscheidung, die man vorher mit den Eltern klar kommuniziert. Ich verstehe ihre Regelung zum Beispiel, das Kind darf kein Handy haben. Bei uns gibt es aber Handyzeiten von bis, weil wir das deshalb für wichtig halten. Ist es gut, das vorher abzusprechen, damit wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Es gibt da Befugnisse, die Eltern dann übertragen können. Die dürfen jetzt aber nicht gegen das Gesetz verstoßen, wie ich es vorher schon gesagt habe. Ich darf ein Kind trotzdem nicht haben, auch wenn es mir die Eltern erlauben. Die sagen zum Beispiel, mir hat das auch nie geschadet, kannst ruhig, dann ist es trotzdem nicht zulässig. Und wichtig ist auch, wenn die Eltern die Kinder anmelden, am besten das schriftlich zu machen und darauf hinzuweisen, welche Aktivitäten werden wir unternehmen
und zum Ausfüllen lassen, welche Eigenschaften haben die Kinder, die besonders sind. Also wo sind besondere Fähigkeiten, wo sind Dinge, die Kinder, Jugendliche noch nicht kennen. Also wo sind Risiken, zum Beispiel das Schwimmen wäre sowas. Wie gut kann die Person schwimmen? War die Person schon mal klettern? Wenn, dann wo? Oder beim Skifahren kann mein Kind auf der roten Piste, auf der schwarzen Piste fahren, damit ich das nicht immer von vorne selbst überprüfen muss, weil zum Teil muss ich es eh überprüfen, aber es macht es natürlich leichter, am Anfang die Gruppen einzuteilen, zum Beispiel. Oder, ganz ein wichtiger Punkt, wie schaut es mit Vorerkrankungen der Kinder und Jugendlichen aus? Brauchen die Medikamente zu bestimmten Uhrzeiten oder kann es sein, dass sie in bestimmten Situationen ein Verhalten zeigen, womit man nicht rechnen kann, weil es Triggerpunkte gibt, dann sind die auch gut vorher zu wissen. Oder hat es schon arge Verletzungen gegeben, zum Beispiel Übergriffe im Leben der Kinder und Jugendlichen, sexuelle Übergriffe zum Beispiel. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass man in bestimmten Gruppenkonstellationen darauf eingehen kann, wenn es um Burschen-Mädchen-Gruppen geht oder um Aktivitäten. Wenn zum Beispiel schon die Kinder- und Jugendhilfe involviert ist, ist es gut, wenn man vorher ungefähr weiß, wo sollte man gut aufpassen. Natürlich alles im Rahmen des Datenschutzes, das ist klar. Aber zum Schutz vor bestimmten Jugendlichen ist es wichtig, über manche Verhaltensweisen oder manche Triggerpunkte gut informiert zu sein. Über die Aktivitäten ist es wichtig, vorher Bescheid zu geben, damit man alles okay hat, der Erwachsenen, die Pflege und Erziehung haben, und am besten schriftlich. Und dann ist nur gut, eine Versicherung abzuschließen im Rahmen der eigenen Tätigkeit, falls es zu Schäden kommt, dass man nicht in den finanziellen Ruin gerät. Jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr schauen. Hätte schon jemand gerne eine Pause? Ich glaube, es wird passen. Cool. Dann würde ich sagen, machen wir 10 Minuten Pause. Super, danke Steffi. Ja, dann würde ich sagen, wir machen 10 Minuten Pause und treffen uns wieder in 10 Minuten. Das ist dann um 11.15 Uhr bei meinem Computer. Super, dann wollte ich Kaffee, was auch immer. Wir treffen uns um 11.15 Uhr wieder. Jawohl. Dankeschön. In die zweite Runde. Steffi, ich habe eine Frage. Willst du sie gleich haben oder willst du sie später erst beantworten? Bitte. Und zwar, eine Frage ist gekommen, kann man zur Verantwortung gezogen werden, wenn Eltern ihr Kind zu einer Sportveranstaltung anmelden, man aber weiß, dass die junge Person, zum Beispiel über 14, dazu neigt, es zu übertreiben, beziehungsweise sich leicht verletzt? Mhm. Also, gute Frage. Ich hätte eine Gegenfrage, damit ich mir leichter tue. Also wenn ich jetzt richtig verstehe, es gibt eine Anmeldung, da ist der oder die Jugendliche bereits bei der Aktivität dabei, dann würde ich sagen, ich habe die Verantwortung. Zusätzlich habe ich das Wissen, dass der die Jugendliche es regelmäßig übertreibt. Also da muss ich besonders gut hinschauen, damit die auf mögliche Gefahrensituationen, die durch sein oder ihr Verhalten entstehen, reagieren kann. Also das ist ein klassisches Beispiel für besondere Aufmerksamkeit, die ich der Person widmen muss, um Gefahren zu vermeiden. Also das vorhin angesprochene, welche Risikosituationen kann ich schon voraussehen? Und wenn ich schon weiß, der die Jugendliche hat ein bestimmtes Verhalten, heute sind nicht an die Regeln schlagt über die Stränge, dann braucht es besondere Aufmerksamkeit und besonders klare Regeln und Grenzen. Was anderes ist, wenn die Person noch gar nicht mit dabei ist, also die Eltern das Kind gerne anmelden möchten, und ich schon weiß, nein, das geht so gar nicht, dann kann ich mir vorher überlegen, ist es im Rahmen unseres Angebotes, also welcher Dienstleister, Dienstleisterin bin ich, wie ist unsere Einrichtung aufgestellt, was ist unser Auftrag, kann ich dort ablehnen, weil es eben die Begründung gibt, ist absolut nicht tragbar, die Person. Also besteht im Rahmen meiner Einrichtung die Möglichkeit, auch bestimmte Jugendliche mitzunehmen. Das wäre ich wahrscheinlich mit meiner Dienstleitung abklären müssen, würde ich mal sagen. Oder kann ich selbst entscheiden, nein, nehme ich nicht mit, weil das braucht sicher interne Regelung, damit ich weiß, wer darf entscheiden. Sind wir eine öffentliche Einrichtung, dann wird es auch schwierig werden, weil es ja ein öffentliches Angebot ist, das für jede Person gilt. Nur wenn die Person die Regeln nicht einhalten kann, und das ist vorher klar, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich mit Begründung auch ablehnen kann. Und was anderes ist, wenn die Begründung ziemlich dünn ist,
weil das nur vom Hörensagen von irgendwo herkommt, dann könnte es auch Diskriminierung sein, würde ich mal vermuten. Dann könnte es sein, dass ich das erste Mal zumindest versuchen muss, wenn jetzt die Gefahr nicht äußerst groß ist, dass die ganze Gruppe gefährdet ist oder ich merke, die Person, da kann ich die Verantwortung nicht übernehmen, weil so wie die beschrieben wird, ist es ganz bestimmt sehr gefährlich und dann kann ich auf den Rest der Gruppe nicht mehr achten. Also so würde ich es vorher anschauen. Kann ich die Gefahr irgendwie in den Griff kriegen und ist unser Angebot so, dass das ein öffentliches Angebot ist, also jede Person teilnehmen kann und darf, dann würde ich sagen, nehme ich mit und ich habe auch die Verantwortung, sobald ich die Person mit habe. Genau wie vorher erklärt, und halt mit besonderem Risiko, also mit besonderer Aufmerksamkeit zu behandeln. Das wäre mal mein Erklärungsversuch, ich weiß nicht, ob es hilfreich ist. Angelika, gibt es da noch eine Frage? Ja, in dem Fall ist die Person zum Beispiel schon 17. Sagst dann, es ist so für Eigenverantwortung bei diesen Jugendlichen, du musst das ja selber einschätzen, oder bleibt es dann doch in unserer Verantwortung? Nämlich auch mit der Sondersituation, dass die Eltern schon sagen, auch die Erfahrung haben mit der Jugendlichen, aber sagen, na, sie soll ruhig mitmachen bei der Sportveranstaltung. Also die Unsicherheit, dass halt wieder was ist, eigentlich nur bei uns liegt. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, wissen die Eltern genau, welche Schwierigkeiten kommen können, hätten gern vielleicht ihre Freizeit und sind froh, wenn ihre Tochter inzwischen woanders teilnimmt, finden das auch ein gutes Angebot, also vielleicht ist auch eine Möglichkeit drin. Dann ist noch immer meine Frage, seid ihr ein privater Verein? Dann könnt ihr selbst da festlegen, wie geht ihr mit so Situationen um? Seid ihr öffentlich? Dann gibt es ja andere Vorgaben. Also ist einmal die interne Vorgabe, gibt es bei uns gerechtfertigte Gründe, jemanden nicht teilnehmen zu lassen? Das wäre so, was das im Vorfeld am besten schon beschrieben ist. Wenn du jetzt die Einrichtung kennst und weißt, bei uns gibt es eigentlich für das noch keine Regeln, sowas haben wir auch noch nie gehabt, kennt man es entweder mit der Teamleitung oder der ganzen Einrichtungsleitung mal besprechen, wie gehen wir als Einrichtung damit um. Das andere, jetzt ist die Person ja schon öfters mit dabei, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, ist 17, das heißt der Punkt geteilte Verantwortung ist gut und die Frage ist, wie viel Verantwortung gebe ich der Person und wie viel übernehme ich und ich kann der Person umso mehr Verantwortung übertragen, wenn ich merke, die Regeln werden eingehalten. Jetzt weiß ich aber schon, die Person hält die Regeln nicht ein, also kann ich nur mal sehr wenig Verantwortung bei der Person lassen und ich habe ganz viel. Und dann ist die Frage, kann ich die ganz viel Verantwortung übernehmen und damit das ganze Angebot gewährleisten oder braucht die einzelne Person mal ganze Aufmerksamkeit, sodass die ganze restliche Gruppe von mir nichts mehr hat und das ganze Angebot also nur mehr sich auf eine Person konzentriert. Spätestens da würde ich sagen, ist der Zeitpunkt, um intern zu besprechen, wäre das jetzt nicht günstig, die Person nicht mehr im Angebot teilhaben zu lassen. Und das finde ich passt sehr gut zum anderen, auf das ich am Schluss komme, nämlich ist da vielleicht so viel Bedarf an Unterstützung, die die Person braucht, die jetzt 17 ist, also fast erwachsen, gibt es da vielleicht in der Familie schon Unterstützung? Weil wenn die so schwierig ist, oder nicht sie schwierig ist, aber ihr Verhalten so schwierig ist und absolut keine Regeln eingehalten werden, kann es sein, dass die nicht nur das Sportangebot braucht, sondern überhaupt ein Unterstützungsangebot. Kann es so sein, dass zum Beispiel die Kinder- und Jugendhilfe eine wichtige Zusatzplayerin wäre in dem Ganzen? Also gibt es einen Unterstützungsbedarf, der von eurer Einrichtung gar nicht deckt werden kann, weil er viel zu groß ist? Und wäre es nicht sogar irgendwo schon eine Überforderungssituation der Eltern? Wenn sogar ihr als Professionistin und Professionisten überfordert seid und würde vielleicht eine Mitteilung an die Kinder- und Jugendhilfe geben müssen, weil da eine Gefährdung sichtbar wird. Entweder gefährdet sie nämlich die Jugendliche selbst durch ihr Verhalten oder sie gefährdet andere Jugendliche. Und kann sein, dass die Dinge erlebt hat oder dass da eine Entwicklung so gelaufen ist, also so negativ, dass man dem professionell entgegenwirken sollte, damit es noch vielleicht noch möglich ist, gut erwachsen zu werden. Und das wäre dann schon der Bereich Kinder- und Jugendhilfe, die genau da ihren Aufgabenbereich haben. Und dann kann es sein, dass du als Professionistin in der Pflicht bist, dort eine Meldung abzugeben, zum Los der Gefährdung mitkriegt, in deiner Einrichtung, in deiner beruflichen Tätigkeit, über eine konkrete Person. Und deshalb würdest du das gerne dort bekannt geben, dass die dann ihren Job machen können und schauen, muss ich mit der Familie arbeiten, muss ich mit der Jugendlichen arbeiten, damit die ihr Leben gut auf die Reihe bringt. Sehr flapsig formuliert.
Das ist eine große Antwort, aber möglicherweise, es klingt ein bisschen danach, als würde es in die Richtung gehen. Das ist, in dem Fall ist das alles schon vorhanden, das ist alles abgeklärt und alles vorhanden. Es ist nur, dass wir uns immer wieder in der Situation finden, dass sie unsere Angebote nutzen möchte. Die Eltern auch dabei, teilweise dabei sind, wenn es eine öffentliche Veranstaltung ist oder sie halt gerne dazu anmelden. Aber ja, man einfach ein mulmiges Gefühl hat, so könnte halt wieder sein, dass sie sie verletzt. Also jetzt es übertreibt beim Fußballspielen. Dass man dann sich überlegen muss, wie kann man das überhaupt leisten im Zusammenhang mit der restlichen Jugendgruppe, dass man für die nicht mehr da sein kann, ist ganz logisch. Das ist wieder eben die andere Ebene. Was ich jetzt noch meine, ist wirklich, kann es dann auch sein, wenn sie sie verletzt, dass ich dann das rechtliche Folgen auch auf mich zurückfallen. Wenn ich sage, okay, es hat eine gewisse Eigenverantwortung, die Eltern wissen eigentlich auch, dass das schon öfters war und gehen damit um, aber habe ich dann trotzdem die Verantwortung? Um das geht es mir dann eigentlich auch. Also ich als Juristin würde sagen, auf jeden Fall ist die Verantwortung, weil du es vorher gewusst hast. Und wenn ich merke, ich kann die Verantwortung nicht übernehmen, sie ist zu groß, dann darf ich sie nicht annehmen. Würde ich sagen. Was anders ist, wenn du es gar nicht wissen hättest können, die Jugendliche ist dabei und es kommt zum ersten Mal zu einer ganz unerwarteten Gefahrensituation, dann wäre so der maßgerechte Mensch, an dem dein Verhalten ja gemessen werden wird, der hätte es auch nicht erkennen können. Dann würde für dich keine Verantwortung entstehen. Jetzt weißt du aber vorher schon, es ist sehr leicht möglich, dass es wieder zu so einer Situation kommt, wo ich es einfach nicht leisten kann, dann darf ich es nicht übernehmen, weil ich bin bestimmt dafür verantwortlich. Weil du es gewusst hast. Okay, danke. Bitte. Es gibt dann noch eine Frage, ob es die Möglichkeit gibt, deine Folien nachher zu bekommen, Steffi, geht das? Ja, von mir aus gern. Ich werde es mit meiner Chefin abklären, aber ich gehe davon aus. Dann würde ich nur auch sagen, diejenigen, die gerne eine PowerPoint-Folienpräsentation bekommen wollen, schickt uns bitte in den Chat mit PowerPoint und eure E-Mail-Adresse noch einmal rein, damit wir euch dann, also ich schicke dann einfach die E-Mail-Adressen an die Steffi und die Steffi sendet dann einfach die Folien aus. So werden wir das machen. Also diejenigen, die es haben wollen, bitte reinschreiben. Danke. So, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht weiter unterbrechen. Aber ansonsten gibt es da einstweilen keine Fragen im Chat, aber die werden sicher noch kommen, bin ich mir sicher. Kann es sein, dass sie gar nicht kommen, oder das ist eine andere Erfahrung und einmal persönliche, wie ich studiert habe. Ganz oft ist das so eine Ladung an Rechtstext und an ganz verschiedenen Informationen, mit denen man sich sonst beschäftigt. Da ist oft der Fall, dass die Fragen übermorgen kommen oder irgendwann, wenn man sich gerade nicht damit befasst oder wenn man wieder in der Praxis steht, dass dann irgendwas durch den Kopf geht, wo man sich nicht so sicher ist. Und die Möglichkeit können wir natürlich bieten, wenn jemand von euch, der das jetzt gehört hat oder sich irgendwann anschaut, denkt, hey, da kenne ich mich doch nicht aus, ich habe es nicht richtig verstanden. Dann bitte ist auf einer der ersten Folien unsere Erreichbarkeit. Also man kann uns per E-Mail und telefonisch erreichen, dann kann man jederzeit nachfragen. Das ist günstig, weil ich glaube schon, dass das eine ordentliche Ladung ist an Informationen, wo man vielleicht auch erschlagen ist von der Menge. Und wenn die Fragen später kommen, dann ist auch noch genug. Also besser vorher fragen, bevor man handelt. Und die sind natürlich erreichbar. Was anderes nur zu den PowerPoint-Präsentationen. Die haben sich orientiert an dem Skript recht cool, das manchen bekannt ist. Ich würde vorschlagen, den Link auch damit zu schicken, weil es ein sehr praktisch aufbereitetes Skript ist, das öffentlich zur Verfügung steht und da die Bereiche noch viel detaillierter sind, als ich es jetzt sehr komprimiert zusammenfasst da präsentiert habe. Ich finde das für die Praxis sehr hilfreich. Also das ist für alle, glaube ich, empfehlenswert, da genauer nachzuschauen, wenn man Fragen hat. Was meinst du jetzt ganz genau? Meinst du jetzt die recht cool Mappe? Oder die bei uns auf der Logo-Homepage drauf ist? Ja? Ich stelle den Link in den Chat. Super. Bitte, unbedingt. Danke. Gut, nachdem jetzt noch keine Fragen sind, das mich nicht sehr verwundert, aber falls solche kommen, gehen natürlich gern darauf ein, dann würde ich gerne noch die zwei Bereiche jetzt zum Abschluss machen, nämlich den Jugendschutz im Groben und die Mitteilungspflicht. Wenn keine Einwände kommen, dann nehmen wir an, dass das jetzt okay ist. Jugendschutz ist ja
Landesgesetz. Das heißt, in jedem Bundesland gibt es ein bisschen andere Regelungen, aber sie sind in den letzten Jahren schon sehr vereinheitlicht worden. Das macht es leichter. Geregelt ist ja im steiermärkischen Jugendgesetz, wo die Jugendförderung drinnen vorkommt. Und dort finde ich den Paragraph 1 als Juristin jetzt gerade interessant, wo drinnen steht, was ist überhaupt das Ziel der Jugendförderung, die also der Vorspann vom Schutz ist. Zum einen gehört Jugendliche gefördert, zum anderen geschützt. Da ist immer irgendwie die Ambivalenz, die Balance zu finden, weil es ja ambivalent sein kann. Und da steht ganz klar drin, das erste dick unterlegte, junge Menschen als eigenständige Persönlichkeiten in ihrer geistigen, seelischen, ethischen, körperlichen, sozialen, politischen und kulturellen Entwicklung zu fördern, nach der UN-Kinderrechtskonvention orientiert. Und das Land gibt so die Prinzipien vor, wie die Kinder- und Jugendarbeit ausgestaltet werden soll. Gender Mainstreaming, Diversität ist wichtig und Diskriminierung soll vermieden werden. Insgesamt dient es dazu, eine Chancengleichheit zu schaffen und positive Lebensbedingungen für die ganze Gesellschaft zu bringen. Ich finde das einen coolen Grundsatz, wie überhaupt die Arbeit funktionieren soll, sage ich deshalb total gerne, weil so die Basis ist von unserem ganzen Handeln und das gut zusammenbringt, was in der Menschenrechtskonvention, in der UN-Kinderrechtskonvention, in der Verfassung insgesamt steht. Und ja, ist eine gute Richtschnur, glaube ich, für unser Handeln und auch für interne Leitlinien, falls man sie entwickelt. Drin geregelt ist ja die offene Jugendarbeit. Und weil manche, glaube ich, in dem Bereich tätig sind, würde ich es auch noch gern bringen. Das dient zum einen der freien Entfaltung der Jugendlichen und zum anderen sollen pädagogisch begleitete Freizeitgestaltungsangebote gesetzt werden. Das können zum Beispiel Jugendzentren, Jugendtreffs oder ähnliche Dinge sein. Und das Wichtige oder das Coole dran ist, das ist ein staatlicher Auftrag. Das heißt, das Land Steiermark ist verpflichtet, das irgendwie bereitzustellen. Und darum gibt es auch viele Vereine und Einrichtungen, die dann staatlich gefördert werden. Deshalb vielleicht auch für den ganzen Rahmen. Es gibt immer einen rechtlichen Rahmen, in dem wir tätig werden in unserer Arbeit, weil wir entweder staatlich gefördert sind oder sonst allgemein die Regeln haben, die in unserem Tätigkeitsbereich aufgrund unserer Qualifikation gelten. Weil es da berufsrechtliche Regelungen gibt oder es gibt die allgemeinrechtlichen, nämlich aus dem Strafrecht oder im ABGB. So kann sich eine Summe an Regelungen ergeben, die für unsere Tätigkeit relevant sind. Und darum zu der Frage von vorhin, wie tue ich, wenn wir ein öffentliches Angebot haben und eine Jugendliche teilnehmen will, darf ich das verneinen, weil, ist die Frage, wer ist unser Fördergeber, Fördergeberin, wie sind die internen Vorgaben, wie sind die allgemeinen rechtlichen Regelungen im Strafrecht, falls was passiert. Also da sieht man ganz gut, wie viele verschiedene Bereiche für so eine kurze Frage dann relevant sind zum Mitbedenken. Ich glaube, das macht nochmal gut sichtbar, dass in unserem Tätigkeitsfeld ganz, ganz viele Regelungen zum Einsatz kommen, die auf den ersten Blick gar nicht sichtbar sind, die bestimmt verwirrend sind und oft überhaupt nicht klar und darum auch so schwer allgemeine Antwort vorweg zu bringen. Wichtig ist der Jugendschutz auf jeden Fall, weil der nämlich die ganzen Bereiche regelt, die ich vorher schon angesprochen habe. Und da kann es interessant sein. Ich nehme an, die ersten Punkte sind den meisten ein Begriff, dass es Ausgehzeiten gibt, weil Jugendliche ja bis 14 Jahre bis 23 Uhr draußen sein dürfen, dann zwischen 14 und 16 bis 1 Uhr und dann ab 16 unbegrenzt. Es gibt ja bestimmte Orte, wo sich Jugendliche nicht bewegen dürfen, weil die als gefährdend eingestuft werden. Das Gleiche gilt für Medien und Gegenstände, die jugendgefährdend sein können. Das ist in der Praxis oft schwierig, weil es nicht so eine klare Auflistung gibt, was ist gefährdend, was nicht. Da gibt es nur besondere Kategorien, die auch im Gesetz drinstehen. Für Alkohol und andere Drogen gibt es auch Regelungen, ab welchem Alter ist was erlaubt. Welche Dinge sind Jugendliche überhaupt nicht erlaubt. Zum Beispiel ist Rauchen nur jetzt erst ab 18 erlaubt, das früher ab 16 war. Und ein wichtiger Punkt für uns in der Arbeit, wenn wir zum Beispiel ein Jugendzentrum haben und es würden Aufsichtsorgane kommen, also Sicherheitsorgane, die sagen, ich denke, bei euch sind Jugendliche, die haben den Jugendschutz verletzt. Die haben nämlich da draußen geraucht und ich habe sie mit einem Bier gesehen und die waren sicher erst 13. Die würden wir jetzt gern sehen, können Sie uns die bitte ausruhen und wir würden gerne den Rucksack durchsuchen. Also die Frage, was dürfen Aufsichtsorgane tun, wer ist das, welche Befugnisse haben die und wie muss ich im Rahmen meiner Tätigkeit da mitwirken, darf ich überhaupt was sagen, darf ich nichts und bin ich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Und da ist der Punkt,
Das steht ganz klar in dem Gesetz drinnen, wer ist so ein Organ. Es können Organe der Bezirksverwaltungsbehörde und des Sicherheitsdienstes sein. Und es gibt eigene Jugendschutzaufsichtsorgane. Die dürfen zur Vollziehung der Jugendschutzbestimmungen, die ich vorher kurz nur angesprochen habe, bestimmte Dinge tun. Nämlich die stehen da in Punkt 1, 2 und Absatz 3. Sie haben Zutritt zu unseren Räumlichkeiten. Den muss ich ihnen gewähren. Sie dürfen die Identität der Jugendlichen feststellen. Also sie können mich fragen, wie heißt der oder die Jugendliche, dann muss ich das sagen. Und sie können im notwendigen Fall auch Befehle von Zwangsgewalt anwenden. Also jemanden mitnehmen. Aber das muss berechtigt sein und das muss erforderlich sein, damit das auch überprüft werden kann. Wenn zum Beispiel Identitätsfeststellung überhaupt nicht möglich ist, weil wir sind jetzt nicht dabei und die Jugendlichen sagen nicht, wie sie heißen, können sie nicht ausweisen, dann kann es sein, dass ein Sicherheitsorgan Jugendliche auch bis zur nächsten Polizeiwache mitnehmen darf, um dort die Identität festzustellen. Aber also nur einfach so geht es nicht. Und wir müssen es ermöglichen, dass die in unser Jugendzentrum eintreten können, zum Beispiel, und müssen auch sagen, wie die Jugendlichen heißen. Aber wir müssen jetzt nicht sagen, was wir sonst noch alles über die Jugendlichen wissen, weil wir sind ja auch zur Verschwiegenheit verpflichtet im Rahmen unserer Tätigkeit. Steffi, eine Frage, und zwar zum Thema Rucksack durchsuchen. Laut dem Wissensstand von der Maria darf man selbst nicht den Rucksack durchsuchen, sondern muss diesen vom Eigentümer auspacken lassen. Genau. Ja, das ist richtig. Ja. Genau. Also wir dürfen den Rucksack sowieso nicht durchsuchen. Wir sind kein Sicherheitsorgan und das ist ein Grundrecht auf Privatsphäre. Das dürfen wir genauso wenig, wie man ein Zimmer durchsuchen darf. Sondern wenn wir vermuten, Jugendliche bringen Alkohol oder gefährliche Gegenstände wie Waffen mit ins Jugendzentrum zum Beispiel, dann ist es eine sinnvolle Regelung, zu sagen, sie sollen bitte den Rucksack vor uns öffnen und sollen uns sagen, dass da drin keine Messer und keine Alkoholflaschen sind, dann dürfen sie ins Jugendzentrum. Wenn sie das nicht tun, dann dürfen sie rein, weil das ist die Hausregel, weil bei uns Alkohol und Waffen verboten sind. Was anders ist bei Sicherheitsorganen, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie weit die das dürfen, aber wenn der begründete Verdacht besteht, haben die schon mehr Rechte als wir haben, also andere Kontrollrechte als wir. Aber wir können nicht von der Polizei dazu aufgefordert werden, also danke für die Nachfrage, den Rucksack der Jugendlichen zu übergeben zum Beispiel. Dann noch eine Frage. Von wem kann ich in Verantwortung gezogen werden, wenn sich zum Beispiel ein Jugendlicher bei einer Sportveranstaltung verletzt? Von den Eltern, vom Krankenhaus? Also von den Eltern zur Verantwortung ziehen können viele Menschen, die vorgesehen mit einer Verantwortlichen ist. Wenn es zum Unfall kommt mit einer Körperverletzung zum Beispiel, dann wird geschaut werden, hat irgendjemand seine Aufsichtspflicht nicht ordentlich wahrgenommen. Also habe ich eine Aktivität gemacht, die nicht ordentlich gesichert war. Beim Klettern zum Beispiel war die Ausrichtung nicht korrekt oder war sie viel zu gefährlich für die Fähigkeiten des Jugendlichen, der Jugendlichen. Dann können Eltern in Vertretung ihres Kindes klagen, weil das Kind einen Schaden erlitten hat. Die Eltern selbst nicht, weil sie immer keinen Schaden erlitten. Außer den Eltern ist auch ein Schaden entstanden, weil ihre Ausrüstung zum Beispiel kaputt worden ist. Dann wäre das der Schaden, der den Eltern passiert ist. Aber es ist immer die Frage, wer hat einen Schaden und wie schaut der Schaden aus? Wenn es eine Körperverletzung ist, hat den Schaden die Person, die am Körper verletzt ist. Und die Person kann selbst klagen, wenn sie prozessfähig ist. Das heißt, der Klage gültig einbringen kann, das kann sie erbracht sein. Davor können es die gesetzlichen Vertreterinnen tun, also die Elternvertretung fürs Kind. Das Krankenhaus wird, wenn es die Vermutung hat, dass da eine strafrechtliche Handlung gesetzt worden ist, also wenn der Verdacht besteht, jemand hätte das Kind geschlagen, beispielsweise, oder es ist eine schwere Körperverletzung, dann wird das Krankenhaus verpflichtet sein, eine Anzeige zu machen bei der Polizei, weil sie eine Körperverletzung mitkriegen, wo nicht ganz klar ist, wo die herkommt. Oder wo dann ein Unfallbericht geschrieben wird, der an die Polizei abgeben wird. Und dann werden Ermittlungen gestartet und im Rahmen der Ermittlungen werde ich zum Beispiel als Professionistin gefragt, wie wir das kümmern können. Und genau für das ist meine Dokumentation von meinen Handlungen so wichtig oder kann auch der Handlungsleitfaden wichtig sein, der ganz klar besagt, wir haben immer die Vorkehrungen zu treffen, wenn wir den Sportausflug machen.
und ich kann dokumentieren oder nachweisen mit meiner Dokumentation, dass ich das genau eingehalten habe. Und ich habe eine Teamkollegin, die mit dabei war, die kann es bezeugen, dass wir beide die Vorschriften eingehalten haben. Und dann wird es am Schluss darauf rauslaufen, wie beurteilen die Sicherheitsorgane als Ermittlungsorgane meine Aussage. Die geben das nämlich weiter an den Staatsanwalt, die Staatsanwältin. Die kann dann schauen, ist ein ausreichender Verdacht da, dass eine Straftat begangen worden ist. Dann kommt es zum Strafverfahren. Oder sagen die, na, das schaut nach einem Unfall aus, wo alles eingehalten worden ist. Es ist zu wenig Material für ein Strafverfahren. Die Ermittlung wird eingestellt und es passiert weiter nichts. So wird das Verfahren laufen. Also auch danke für die Frage. War sonst noch was? Nein, zurzeit nicht. Gut, dann danke. Das ist vielleicht mittelwichtig, nämlich was dürfen die Sicherheitsorgane nur tun? Die können zum Beispiel einen Alkoholtest machen, das ist den meisten eh bekannt, oder dürfen auch Dinge abnehmen, die als gefährdend eingestuft werden. Zum Beispiel Messer oder Alkohol, wenn die Jugendlichen zu jung sind, oder andere gefährdende Medien. Die Strafen sind vielleicht relevant, da bewegen wir uns jetzt aber bitte nur im Verwaltungsrecht. Das ist nicht Strafrecht, wo ich vom Gericht lande, und das ist auch nicht Zivilrecht, wo ich vom Gericht lande, sondern der ganze Jugendschutz ist ein öffentliches Recht, so zu den ersten drei Säulen, die es gegeben hat. Ist es die, wo der Staat mir gegenübersteht und nicht ein einzelner Bürger oder eine Bürgerin. Und wenn ich die Regeln nicht einhalte, dann kann ich von der Bezirksverwaltungsbehörde eine Geldstrafe kriegen, wenn ich gegen den Jugendschutz verstoßen habe, weil die Jugendlichen Alkohol erlaubt haben, das sie nicht dürfen, oder weil sie geraucht haben, das sie nicht dürfen, dann muss ich zum einen eben den Zutritt ermöglichen, zum anderen die Auskunft erteilen im Rahmen des Erforderlichen. Und wenn ich dann noch irgendwie gegen die ganzen Dinge verstoße, dann kann es sein, dass ich Geldstrafen kriege, und das sind in unterschiedlichen Höhen geregelt. Bis zu 3.000 Euro, bis zu 15.000. Und auch der Versuch ist strafbar. Also es hängt davon ab, wo sie genau gemacht hat, wie hoch kann die Strafe sein. Das wäre so das Wichtigste zum Jugendschutz, denke ich, den man dann, wenn es konkret ist, am besten beantworten kann. Ein Teil, der mir sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass es sehr viel Unsicherheit gibt, ist die Mitteilungspflicht, die ich vorhin angesprochen habe bei der ersten Frage. Nämlich, es gibt die Pflicht an die Kinder- und Jugendhilfe, eine Mitteilung zu machen, wenn ich wahrnehme, dass ein Kind besonders gefährdet ist. Das ist jetzt keine Anzeigepflicht, die ich bei der Polizei machen muss, weil die muss ich nur in sehr seltenen Fällen machen, weil ich zur Verschwiegenheit verpflichtet bin, sondern es ist eine Mitteilung an die Behörde. Die ist im Bundeskinder- und Jugendhilfegesetz geregelt, das jetzt die Artikel 15a-Vereinbarung ist, wie manche vielleicht mitgekriegt haben. Und das steht so drin, also nicht schrecken. Das ist jetzt ein großer Text, aber das Fett unterlegt ist wichtig. Nämlich, wenn ich in einer beruflichen Tätigkeit, nicht privat, den Verdacht mitkriegt, der begründet ist, dass Kinder oder Jugendliche und entweder misshandelt, gequält, vernachlässigt, sexuell missbraucht oder ihr Wohl sonst erheblich gefährdet ist. Dann haben wir eine konkrete, erhebliche Gefährdung von einem konkreten Kind. Und wenn ich dann auch noch die Gefährdung, die so konkret ist, nicht selbst verhindern kann, dann muss ich unverzüglich eine Mitteilung an die Kinder- und Jugendhilfebehörde machen. Und da sind jetzt einige Fragen, die man sich gut anschauen muss, ob man weiß, muss ich in meiner Einrichtung überhaupt eine Mitteilung abgeben? Wie schaut die Mitteilung aus und wann weiß ich, ob das jetzt eine erhebliche Gefährdung ist? So, wer ist mitteilungspflichtig? Das sind Einrichtungen zur außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. Also alle Personen, die jetzt nicht schon behördlich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, weil jede Behörde ist sowieso verpflichtet. Also auch wenn ich im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe als freier Träger tätig bin, zum Beispiel durch eine flexible Hilfe, dann muss ich sowieso an die Kinder- und Jugendhilfe direkt mitteilen, weil da bin ich ja zugeordnet. Wenn ich eine Behörde bin, muss ich es weitergeben. Also wir als Kinder- und Jugendanwaltschaft müssen es auch machen. Oder wenn ich außerschulisch in der Jugendarbeit bin oder in der offenen Jugendarbeit, besteht Mitteilungspflicht. Und wann besteht die? Wenn ein begründeter Verdacht vorliegt, und begründet ist er, wenn, begründet ist er, wenn es nicht eine bloße Vermutung ist. Also ich brauche konkrete Anhaltspunkte, dass es eine Gefährdung gibt, und zwar von einem namentlich bekannten Kind. Kann jetzt sein, dass der oder die Jugendliche sie bei mir noch nicht persönlich vorgestellt hat, dann könnte es aber sein, dass ich den trotzdem fragen kann.
wie du heißt, und wenn ich das weiß, dann kann ich eine Mitteilung abgeben. Also nur weil der sich bei mir nicht vorgestellt hat, heißt das nicht, ich kann leider keine Meldung machen, weil ich nicht weiß, wie die Person heißt, sondern dann habe ich schon noch den Auftrag, das nachzufragen. Wenn es aber nicht möglich ist, das herauszufinden, brauche ich eine Mitteilung machen, weil dann kann eine Behörde damit nichts anfangen. Und die Anhaltspunkte können sich eben aus dem ergeben, was ich wahrnehme. Das können Dinge sein, die ich sehe, die direkt sichtbar sind am Körper oder die ich aus dem Gesamtverhalten ableiten kann, also Schlüsse, die ich ziehen kann aufgrund meines fachlichen Wissens und meiner Berufserfahrung. Da kann sein, dass Verhalten schon sehr auffällig ist und ich mir denke, oha, das schaut nicht nach einer normalen Entwicklung aus und so wie sie es in bestimmten Situationen verhalten, kann sein, dass da Gefährdung vorliegt. Damit ich mir vielleicht leichter tue, ist es günstig, das mit einer Kollegin, einem Kollegen abzusprechen, dass wir beide eine Beobachtung machen und uns dann austauschen können, wie nimmt mein Kollege das wahr. Wichtig ist nämlich gut abzuwägen, welche Schritte man setzt, um Jugendliche vor einer Gefährdung auch schützen zu können. Ziel zu langfristig bei einer Gefährdung, die eh schon so ist, dass man darüber nachdenkt, die Einbindung der Kinder- und Jugendhilfe sein, weil die genau den gesetzlichen Auftrag haben, Jugendliche zu schützen. Allerdings kann es sein, wenn ich zu früh schon den Schritt setze, dass Jugendliche mir dann in meiner Beziehung wegbrechen, vor allem wenn ich es mit ihnen nicht thematisiert habe. Also nicht so, mir fällt bei dir auf, dass du dich in letzter Zeit verändert hast beispielsweise, dass du viel ruhiger geworden bist, dass du blaue Flecken hast, dass du überhaupt nichts mehr sprichst. Also ganz anders, als ich die sonst wahrgenommen habe, da mache ich mir echte Sorgen, magst mit mir darüber reden. Und wenn dann Dinge rauskommen, dann muss der Jugendliche, die Jugendliche ja wissen, ob an bestimmten Punkt bin ich verpflichtet, das hat dann der Kinder- und Jugendhilfe mitzuteilen. Also das soll nicht das Verrat wahrgenommen werden, sondern das ist eine Sorge und eine gesetzliche Pflicht, die ich habe. Und deshalb gebe ich es weiter, weil es mir wichtig ist, dass es dir gut geht. Das ist der Hintergrund vom Ganzen. Darum ist es schon auch wichtig, das anzukündigen und abzusprechen und so nicht der erste Schritt sein, nur weil ich mir Sorgen mache, rufe ich sofort an und gebe bekannt. Und der Jugendliche, die Jugendliche erfährt es dann von den Eltern, dass er irgendwas erzählt hat und kriegt dann extra Probleme, sondern es soll ja als Hilfestellung wahrgenommen werden. Deshalb gut zu überlegen, wie mache ich den Vorspann, bevor ich den Schritt setze und wann ist er wirklich notwendig. Steffi, es ist eine Frage noch, und zwar, man jetzt eher zu dem, es sind noch andere Fragen, also eine noch, aber bin ich verpflichtet, eine Meldung bei der Kinder- und Jugendhilfe zu machen, wenn ich im Rahmen einer Beratung von einer Jugendlichen erfahre, dass zum Beispiel eine Freundin von ihren Eltern geschlagen wird? Ich habe allerdings keinen Zugang zu den betroffenen Jugendlichen. Mhm. Also das ist jetzt die Freundin von meinem Bezugskind oder was auch immer das ich kenne, ja? Ja. Weiß ich, wie die Person heißt? Das müssten wir jetzt schnell fragen. Kannst du reinschreiben in den Chat oder magst du da reden? Ich mache es nicht so. Ich habe es jetzt ein paar Mal so gehabt, oder in einigen Beratungen, dass das gekommen ist, ja, eine Freundin von mir, hin und wieder habe ich den Namen erfahren und manchmal nicht. Mhm. Mhm. Ja, es ist eine schwierige Frage. Weil es die Frage ist, wie weit ist das in meiner beruflichen Tätigkeit? Ich kriege jetzt einen Namen mit, habe aber selbst gar keine Wahrnehmung dazu. Das ist schwierig, weil es eine Aussage ist. Also wenn ich mich auf die Aussage verlassen kann, wenn die für mich sehr glaubwürdig erscheint von der Jugendlichen, die über ihre Freundin spricht und die mir ernsthafte Sorgen machen muss, über genau die Jugendliche, wo ich den Namen weiß oder wo ich den Namen nachfragen kann, könnte ich das mit der Jugendlichen, die mit mir spricht, thematisieren. Und noch am Weg suchen, wie geht es entweder, dass die Jugendliche greifbar wird und kann im Rahmen meiner Tätigkeit durch das Angebot, das wir haben, mit Beziehungsaufbau vielleicht schon unterstützend sein und dann überleiten an die Kinder- und Jugendhilfe. Oder wenn, so wie du gesagt hast, sie nicht greifbar ist, ich aber den Namen weiß und auch die Gefährdung, die eben erheblich und konkret sein muss, dann bin ich schon verpflichtet, eine Mitteilung abzugeben. Die Frage ist halt immer, wie gut kann ich die Mitteilung begründen, weil es muss ja begründeter Verdacht sein. Mit der Begründung muss die Behörde weiterarbeiten können. Also wenn das kein Fundament hat oder überhaupt nicht schlüssig ist oder ganz, ganz dünn ist, dann ist es ja schwierig, da schon von einer Pflicht zu sprechen, weil da kommt noch was, das kommt glaube ich, da führt jetzt was.
Ja, gibt es die Möglichkeit, wenn ich es im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit abwenden kann, die Gefährdung, dann muss ich nicht sofort die Mitteilung machen. Darum war so der erste Versuch, schaffe ich es, also kann ich mit der Jugendlichen in Kontakt treten und niederschwelliger zu sagen, hey, mir kommt vor, da könnt ihr Unterstützung brauchen. Das wäre aus meiner Sicht ganz erforderlich. Machen wir es gemeinsam, kann ich es abwenden. Und wenn nicht, dann ist schon eine Mitteilung zu machen. Aber man muss es immer gut abwägen, dass man nicht als Verräter, Verräterin dargestellt wird. Weil auch wenn die Jugendliche mir das erzählt, ich bin ja Freundin und ich informiere die Kinder und Jugendhilfe, dann muss ich wissen, als Einrichtung kann ich keine anonyme Mitteilung machen. Also ich muss dann angeben, ich als Person mit meinem Namen von der Einrichtung gebe eine Mitteilung ab über eine Gefährdung und das wird dann auch mit der Jugendlichen besprochen, woher die Mitteilung kommt in den meisten Fällen. Und kann dann schon sein, dass irgendwer mir nichts mehr erzählt, weil ich dann immer die bin, die Mitteilung einer Behörde abgibt, ohne dass das irgendwie vorher rückgesprochen war. Also den Verratscharakter, den soll es auf keinen Fall haben. Gleichzeitig ist aber schon die Pflicht, wenn eine Gefährdung so akut ist und so erheblich, dass ich mir überlegen muss, kriege ich es selbst in den Griff im Rahmen meines Auftrags, meines Repertoires oder nicht, weil wenn das oder nicht übrig bleibt, dann ist es Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe und meine Pflicht, das dazu so. Also es ist ganz schwierig, so allgemein zu beantworten und du verstehst die Schwierigkeit in der Praxis, wenn ihr das immer wieder mitkriegt, wie geht ihr damit um? Da würde ich mal auch wieder fragen, wie tun wir als Team mit sowas, sprechen wir uns da gemeinsam drüber ab und wie thematisiert es mit den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, die mir das erzählen. Wissen die eigentlich, dass ich eine Mitteilungspflicht habe? Also dass Dinge, die sie mir sagen, ob an bestimmten Punkt mehr mal verschieden sind. Ob das jetzt sie betrifft oder ihr beste Freund Namen XY. Das ist immer ganz gut, weil nicht, dass am Schluss dann man selbst in die blöde Situation kommt, man weiß, man muss eine Mitteilung machen, aber die Jugendliche wird wegbrechen damit. Darum ist gut, vorher irgendwie, und irgendwie ist wieder schwierig, aber vorher zu thematisieren, bei uns ist alles verschwiegen, bis zu der Grenze akute Gefährdung. Das ist ganz klar immer mit den Jugendlichen thematisiert und jetzt mittlerweile fangen schon an, nachher so Pseudonamen zu erfinden, wenn es von irgendwem erzählen, nachher habe ich die Mitteilungspflicht eben nicht, weil ich nicht weiß, um wen es geht zum Beispiel. Genau, und dann hast du sie nicht. Okay, super, danke. Ja, bitte, aber was mir halt aus anderer Sicht auffällt, also nicht jetzt rechtlich, sondern psychosozial, bei uns kommt es ganz oft vor, dass Jugendliche über andere Jugendliche sprechen und eigentlich von sich selbst reden. Ja. Natürlich leichter ist, das über Dritte zu erzählen, weil man immer die Möglichkeit hat, auszusteigen oder das nicht so was Privates ist. Also vielleicht geht der Weg in eine andere Richtung weiter, wenn man dann mit ihnen nochmal, da spreche ich eh mit Fachleuten, ihr wisst das ja selbst, aber ganz oft steckt sowas dahinter. Danke für die Frage. Danke, ja, super. Ich hätte noch eine Frage dazu. Und zwar, du sagst, als Einrichtung bin ich nicht anonym, bin ich als Privatperson anonym? Kann ich sein. Also als Einrichtung, ich kann, es gibt, jetzt sieht man es da, es gibt ein Formular, das ist der Link, wo man ausfüllen kann und er sollte, also das soll ja schriftlich gemacht werden, welche Wahrnehmungen habe ich gemacht, über welche Person, also wie schaut die Gefährdung aus und um das anzugeben, wer ist Melderin und als Privatperson kann ich anonym eine Meldung abgeben, wenn ich das möchte. Als Einrichtung kann ich es nicht machen, das ist rechtlich nicht möglich. Und da kann ich, wenn ich gleich dazu sagen, warum das so ist, weil es möglich ist, dass im Rahmen einer Mitteilung dann Nachfragen kommen, dass eine Behörde sich wieder bei mir meldet als Einrichtung und sagt, danke für die Mitteilung, wir haben die erhalten, wir gehen dieser nach, weil das müssen sie ja, und kann sein, dass sie noch mehr Informationen brauchen, dass sie gerne ein Gespräch mit mir führen würden, weil manche Dinge für sie noch nicht klar sind, zum Beispiel aus meinem Bericht, und dann bin ich verpflichtet, zu meiner Gefährdungsmitteilung noch weitere Auskünfte zu geben. Da ist dann wieder die Frage, wie weit darf ich Dinge erzählen, weil ich ja zur Verschwiegenheit verpflichtet bin. Aber alles, was den Inhalt der Gefährdung betrifft und meine Mitteilung, da gibt es keine Verschwiegenheit. Deshalb darf ich ja auch trotz Verschwiegenheit in meiner Einrichtung überhaupt eine Mitteilung abgeben und auf die Nachfragen antworten. Aber nicht andere Jugendliche betreffend zum Beispiel, das überhaupt nicht relevant ist für meine jetzige Situation, da gibt es nämlich schon noch die Verschwiegenheit. Sondern im allernotwendigsten Rahmen, den die Kinder- und Jugendhilfe am besten feststeckt, indem sie mir vorher die Fragen sagt, die sie hat, und immer dann überlegen kann, ist es im Rahmen der Gefährdung dieser Person
ein Bereich, wo ich Auskunft geben kann. Und in dem Bereich muss ich dann eine Auskunft geben, aber nicht weiter. Okay. Es wäre noch eine Frage, aber ich weiß nicht, willst du jetzt noch, und zwar von der Dani, darf ich einem Jugendlichen ein Jutzverbot aussprechen? Beispiel für ein paar, wenn die Hausregeln trotz mehrmaligen darauf hinweisen nicht eingehalten werden, wie zum Beispiel Gewaltrauchen unter 18. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Weil so genau der Punkt ist, den schon eine andere Kollegin vorhin angesprochen hat, was ist, wenn da Verhalten gesetzt wird, das ich nicht im Griff haben kann, wo ich dann aber, wenn es bei mir drinnen passiert, doch verantwortlich bin. Und die Hausregeln gibt es genau deshalb, damit es ein gutes Miteinander geben kann. Und die sind ganz klar transparent zu machen, dass jeder weiß, auf was lässt er sich ein, wie wird er sie oder sie sich zu verhalten. Und wenn ich eh schon mehrfach darauf hingewiesen habe und die Erfahrung gemacht habe, das kommt überhaupt nicht an, bleibt mir nicht irgendwas übrig, als das Verbot auszusprechen. Nämlich wieder, um die Sicherheit der ganzen Gruppe zu gewährleisten, dass ich meine Verantwortung für den Rest der Menschen wahrnehmen kann und dafür die Person. Weil ich kann die Person nicht davor schützen, dass sie sich selbst mit dem Verhalten schaffen macht. Weil sobald der die Jugendliche 14 ist und dazu raufen beginnt, ist sie oder er selbst auch strafrechtlich verantwortlich. Ja. Und ich habe jetzt noch eine Frage dazu, und zwar, ich habe jetzt aber nur einen Verdacht, zum Beispiel, dass die eingeraucht sind. Ja? Ich kann ja nicht prüfen. Ja? Wie schaut es da aus? Darf ich bei Verdacht auch zum Beispiel einfach sagen, nein, ich dürfte es nicht rein, weil es ist ja eigentlich nur ein Verdacht. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt wirklich eingeraucht sind, die Jugendlichen, die ins Jutz holen. Ja? Und ich sage, nein, ihr führt euch so komisch auf, ihr schaut so komisch aus, heute nicht. Ja, das ist schwierig, denke ich. Jetzt würde ich mal gerne einen Druck von, gibt es irgendjemand, der da zuhört und aus der Praxis eine Vorgehensweise hat, die sie bewährt hat, dann würde ich die total interessant finden, weil vielleicht ist was, wo andere davon profitieren können. Da würde ich mal, also das ist eine Frage bitte an die Gruppe, falls sich jemand hat, dann um irgendein Zeichen bitte. Nein. Ja. Das war eine utopische Frage dann von mir. Aber man, ihr als Jugendarbeiter habt das schon auch gehabt, muss ich sagen. Ja? Also es das war jetzt kann keine, ich mir vorstellen. Es war nicht aus dem Leben gegriffen, sondern es war wirklich so. Aber ja, es war irgendwie nur. Wieder? Das habe ich nicht Hausrecht? Sowieso. Die Frage ist, wie wir als Einrichtung damit umgehen, würde ich wieder sagen. Wie sind unsere Hausregeln formuliert? Danke. Johannes, Hausrecht habe ich natürlich und gleichzeitig bin ich ja öffentliche oder habe ich ein öffentliches Angebot, weil ich ja sicher teilweise ja ganz öffentlich finanziert bin. Diskriminieren darf ja kann, also vorschnell irgendjemand ausgrenzen. Aber wenn ich schon den Eindruck habe, so wie die ausschauen und sie untereinander verhalten, anders würde ich ja nie wissen, ob die Drogen konsumiert haben, weil am Bluttest darf ich nie machen, Urin das auch nicht. Also würde ich schon sagen, wenn ich den Eindruck habe, die Hausregel ist nicht eingehalten, dann kann ich sagen, hey, die Hausregel ist, kommt morgen wieder. Gibt es noch Fragen? Ich frage mal nach in den Chat. Schreibt es rein, damit nicht ich wieder solche Fragen stelle, die keinen interessieren. Außer mich, nein. Das stimmt nicht. Ja. Also, wenn ihr Fragen aus der Praxis habt, reinschreiben oder meldet euch mit eurem Mikrofon. Wir freuen uns drauf. Da alle sind müde. Müde und oder keine Fragen mehr. Ja, also wie gesagt, wenn die Fragen später kommen, was ganz oft der Fall ist, das wird sein. Dann gibt es die Möglichkeit, ja. Und manches Mal ist es leichter, weil man dann mehr Zeit hat, das zu besprechen und dann nicht in so einem großen Setting. Obwohl das große Setting schon cool ist, weil es so viel Expertise in der Gruppe gibt, wo man schon mal profitieren kann. Aber vielleicht ist es jetzt so online nicht das Ideale gewesen. Wenn jemand Fragen hat, dann bitte meldet euch einfach. Anrufen oder E-Mail schreiben. Ich habe noch eine Frage an die Maria. Ich habe die Frage, wo man die Aufzeichnungen dieser Schulungen ansehen kann. Ach, auf unserer Webseite www.logo.at. Dort werden alle unsere Zoom-Talks dann online gestellt und da kann man sie auch nachschauen. Bei der Seite der Meiterbildungen. Genau.
Also wenn jetzt niemand mehr Fragen hat, dann würde ich sagen, jetzt haben wir super eine Zeit, oder? Super. Perfekto, würde ich sagen. Meine Lieben, gibt es noch ganz dringende Fragen? Dann hat sie jetzt noch die Chance. Oh nein, ich dachte, es würde erst um 12 Uhr anfangen. Schade, aber super, dass man sich das im Nachhinein alle anschauen kann. Ja, gerne. Leider falsche Zeit heute gewesen, aber ein anderes Mal starten wir wieder um 12. Oder die Aufzeichnung hat der Jojo gerade rein dann im Chat. Du kannst das dann alles nachschauen. Gut. Solltet ihr noch ganz dringende Fragen haben, dann bitte jetzt. Ansonsten würde ich sagen. Ich hätte noch eine Frage eigentlich in die offene Runde, weil dass wir uns an alle Bestimmungen, die jetzt aktuell sind, halten müssen, das ist klar. Aber meine Frage in die offene Runde ist, wie andere damit umgehen werden, dass wir in den Jugendzentren jetzt einfach beschränkte Teilnehmer- bzw. Besucherzahlen haben. In dem Fall müssen wir dann eigentlich auch für die Jugendliche sozusagen wegweisen oder sagen, ihr dürft heute nicht kommen, weil es sind schon zu viele da. Du würdest gerne wissen, wie die anderen tun. Ob wir Best Practice-Beispiele oder von aktuellen Erfahrungen haben. Okay. Ich habe leider jetzt akustisch nicht wirklich was verstanden. Aber ja, es geht darum, so wie ich es verstanden, ob vielleicht jemand schon in den Jugendzentren eine Lösung hat, wie sie es machen wird. Im Sinne des Austauschs. Gibt es Lösungen von euch? Es sind ja einige, die auch im Jugendzentrum tätig sind, die heute da dabei sind. Wie macht ihr da? Habt ihr schon Gedanken gemacht und wie tut ihr da? Bitte schreibt es in den Chat oder meldet euch mit eurem Mikro. Okay, zum Beispiel, es gibt die Antwort, wir werden mit Anmeldungen arbeiten. Auch vielleicht mit dem Radl bezüglich der Schuleinteilung. Auch du siehst das eh selber auch, Angelika, weil du hast ja die Frage gestellt. Also, dass man sich ins JUZ anmeldet, wäre eine Idee. Ja, an die denken wir auch, ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Lösungsstrategien, die ihr schon habt bezüglich Jugendzentrum aufsperren? Pro Jugendlicher, Jugendliche sind 10 Quadratmeter vorgesehen, laut Dachverband. Genau, da muss man halt dann ausrechnen, wie viele dürfen in mein JUZ rein oder in den Räumen. Und nicht vergessen, ihr selber braucht es auch 10 Quadratmeter. Genau, plus die Betreuer, die in den Räumlichkeiten sind. Okay, danke. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist noch die Möglichkeit, auch eine Diskussion einzubringen, aber ich will es jetzt deswegen nicht länger rausziehen. Genau. First come, first serve. Ist ja eher unfair, aber ich glaube, da muss man Sachen ausprobieren. Ich finde es auch, also, dass man ganz viel eigentlich über das noch diskutieren könnte. Wir passen jetzt leider zeitlich nicht mehr rein in dieses ganze Ding. Freut mich trotzdem, dass jetzt irgendwie da noch so ein bisschen eine Diskussion zustande gekommen ist. Aber ich würde sagen, Steffi, ich möchte mir mal ganz, 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 ganz herzlich bedanken, dass du heute so eine tolle, eine Zoom-Weiterbildung für uns gemacht hast. Ich muss sagen, es ist ganz viel Info reinkommen. Und ich habe mir viel gemerkt und manches auch wieder vergessen, aber es macht nichts, weil man kann es ja auch nachschauen und es gibt ganz viel auch zum Downloaden. Und ja, danke sehr, danke, wirklich. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Ehrlich, danke fürs Moderieren, danke für die Fragen. Ich war ganz froh, weil ich ja schon die Sorge habe, so viel Information auf einmal ist für jeden, das hören muss, echt viel. Und vielleicht ist mein Dialekt manchmal zu schwer gewesen. Das fällt mir erst auf, wenn ich fertig bin. Dann tut es mir sehr leid, dann bitte schriftlich nachfragen. Aber sonst danke für die Einladung. Ja, danke. Wie gesagt, herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch allen auch super gefallen. So mir. Super, danke. Ja, wir wünschen euch ein wunderschönes Mittagessen oder was immer ihr jetzt macht. Wenn ihr Teilnahmebestätigung braucht, habt ihr schon reingeschrieben. Derjenige, der es noch nicht gemacht hat, sollte es noch tun. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder bei Safer Internet.
Achtung, Start schon um 9 Uhr morgen. 9 Uhr. Achtung, Start um 9 Uhr schon. Ja, es wird sicher spannend. Ja. Und Mahlzeit. Mahlzeit. Ciao. Ciao.